Da trinkt er noch von seinem Kaffee. Ach, das hätte ich dir aber auch sagen können, Jürgen, dass das vom Timing her nicht mehr hinhaut. Ich dachte, das Intro ist noch ein Stückchen länger. Nein, auf gar keinen Fall. Ein Schlückchen länger. Auf gar keinen Fall. Ein Schlückchen länger. Ganz stark. Ihr merkt, wir sind in allerbester Verfassung, im Gegensatz zu Borussia Dortmund. Aber schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und ich kann euch direkt darauf verweisen, heute wird's kritisch. Ja, heute geben wir richtig Vollgas, oder? Bleibt uns nicht viel anderes übrig nach dem Auftritt gestern Abend, glaube ich. Oh, kann man das als Auftritt überhaupt bezeichnen? 45 Minuten lang vielleicht? Ja. Danach? Ja. Ja. Mhm. Ein Teilauftritt. Ein Teilauftritt. Herrlich. Ja, unser Thema der Woche ist natürlich der dritte Torwart. Nee, wir beschäftigen uns ausführlich mit Edin Terzic und die Situation rund um seine Person. Das ist natürlich ein Thema, das in den letzten Wochen immer größer geworden ist, klar. Aber ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir gar nicht mehr drum rumkommen, intensiv über ihn zu sprechen. Im Umfeld ist es ja mittlerweile das Thema Nummer eins und viele schreiben auch, es tut ihnen leid. Das ist generell schon mal gar kein gutes Zeichen eigentlich, weil Mitleid, ja, kann man im Profigeschäft eigentlich nicht gebrauchen, aber die Leistungen zuletzt waren zu schwach. Jürgen, es war vor 2 Wochen, als wir miteinander gesprochen haben, kurz dazu, wir haben auch gleich ein Mini-Vorgeplänkel, da hast du gesagt, als ich dir gesagt habe, wer die nächsten 6 Gegner sind, 18 Punkte müssen her. Mhm. Das wären ja schon mal 6 aus den ersten 2 gewesen. Das kann ich sagen, nachdem ich mein Mathematikstudium mit 1,0 beendet habe. Und merke aber jetzt relativ schnell, wenn ich nochmal kurzfristig drüber nachdenke, da lagst du knapp daneben. Ja. Mhm. Ja. Aber ich habe gesagt, 18 Punkte müssen her, ne? Habe ich mich festgelegt, dass sie holen. Ich kenne die Borussia ja auch schon ein paar Jahre. Und da würde ich nie drauf wetten, dass da mindestens das Soll erreicht wird. Dafür gibt es ja genug Zweifel und genug Anlass, auch an dieser Mannschaft mal zu verzweifeln. Siehst du, Cedric, das ist der Vorteil. Du bist ja ein bisschen kürzer als Jürgen hier in der Redaktion, dass man von solchen alten Hasen noch lernen kann, die ein Gespür für die Situation haben. Das glaube ich sofort. Wobei ich auch, und wir haben am Sonntag in Augsburg drüber gesprochen, die Parallelen zum Vorjahr durchaus erkenne, wo wir zusammen in Wolfsburg waren und es auch nur verwundert mit den die Augen reiben konnten. Da wurde aber verloren. Jetzt hat man einen Punkt geholt. Hallo? So. Ja. Aber, ja. Wieder keine Niederlage. Ungeschlagen in der Liga seit? Oh, seit dem Leipzig-Spiel, also 10 Tage vielleicht, ja. Ja, immerhin. Da haben andere Mannschaften ganz andere Sorgen. Also von daher, nein, ihr merkt, wir treiben gerade ein bisschen Schabernack, aber wir müssen natürlich seriös über die Nummer sprechen, weil, ja, du hast es eben gesagt, 45 Minuten, ich fand sogar noch ein bisschen weniger, weil irgendwann Mainz dann auch mal gemerkt hat, ach, wenn wir jetzt ein bisschen dagegen halten, dann geht da was. Aber in den zweiten 45 Minuten war es natürlich verheerend. Kurzes Vorgeplänkel, denn ein Hörer hat geschrieben, es ist ja hier Weihnachten, ihr seht es übrigens auch, wenn ihr die YouTube-Variante seht, wir haben einen kleinen BVB-Mini-Weihnachtsbaum aufgebaut. Allerdings ist der ein bisschen, ja, ich sag mal so, farblos. Ist etwas rupfig, der steht ja aber auch ganzjährig bei uns auf dem Schreibtisch eigentlich. Etwas rupfig. Ganzjährig? Ja. Ja. Das ist die Goldkollektion schon, oder? Ja. Zimtsterne oder Vanillekipferl? Bitte. Was Zimtsterne. Ich mag beides nicht sonderlich gerne. Ich esse lieber Vanillekipferl. Ich nehme auch die Zimtsterne. Kartoffelsalat oder Ente? Dann Kartoffelsalat. Mag ich auch beides nicht gerne. Cedric, was ist hier los? Ja, was isst du eigentlich überhaupt? Also, was isst du überhaupt? Ach, ich glaube, ich bin bei der Ente. Ich nehme den Kartoffelsalat, aber er muss auch gut sein. Bei uns in der Ecke sagt man Erpelschlot. Sagt man das hier im Ruhrgebiet auch? Ja, der Name sagt mir was. Ich mag ihn aber vor allem eher, wenn er so ein bisschen säuerlich ist, so mit Gürkchen und so und nicht so diese Mayonnaise-Klatsch-Variante. Du magst ihn wahrscheinlich auch gern warm? Nö, muss nicht sein. Mhm. Ich mag ihn auch gerne aus dem Kühlschrank, aber ich mag halt nicht diese klebrige, fettige Variante. Ja, auch keine Fleischwurst. Mit Fleischwurst. Auch. Ja, weißt du, mit Fleischwurst und dann noch eine Bockwurst extra. Ja. Nein. Da esse ich lieber nichts. Nein. Ich muss allerdings sagen, ich war ja vor einigen Wochen bei dir zu Hause zu Gast mit einem Kollegen aus der Handballwelt. Mhm. Und da hast du schon lecker kredenzt. Ja, aber nicht Kartoffelsalat und Wurst. Nein. Sondern kann ich wissen, was da gab? Ja, da gab's Wrap mit sehr vielen tollen
Zutaten. Ja. Also auch guten Soßen und alles. Also Cedric hatte Gas gegeben. Wobei der Kollege dann auch einiges frisch mitgebracht hat. Das Ganze nochmal aufgewertet hat. Ich habe nichts mitgebracht, oder? Nee, das stimmt. Ja. Außer Hunger. Ich wohnte ja auch am weitesten weg von einem. Ja, immer ja, das Gleiche. Mhm. Bescherung am 24., 25. oder 26.? 24. Heiligabend. Ja. Ja. Am besten an allen Tagen natürlich, aber... Ja, traditionell ja, natürlich tatsächlich am besten an allen Tagen. Ja, ja, ist klar. Als Kind hat man sich immer gefreut, wenn man an den anderen Feiertagen noch bei der Oma war und dann da auch das Christkind zufälligerweise war. Ja, und das passt schon zur nächsten Frage. Weihnachtsmann oder Christkind? Christkind. Christkind. Ja, würde ich auch sagen. Kommt auch sympathisch daher. Ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt. Da ist das Christkind tatsächlich eine ganz große Nummer. Da gibt es jedes Jahr ein anderes zwar, aber es ist ein bisschen wie... jedes Jahr ein anderes? Ja, ein bisschen wie Miss Zöpfchen in Solingen. Kennt ihr Miss Zöpfchen? Nein, nein. Nein, da kann man jedes Jahr, es gibt da so einen Markt, heißt Zöpkesmarkt. Das hat zwar nichts mit Zöpfchen zu tun, aber wird trotzdem immer gewählt. Ja. Jetzt werden wir sportlich, Glasner oder Hasenhüttl? Welcher Ösi ist der bessere von beiden? Wieder wäre ich bei Oliver Glasner. Ja, ich glaube ich auch. Der Europapokalsieger, natürlich. Jetzt kommen wir zu den englischsprachigen Trainern. Jesse Marsh oder Frank Lampard? Haben mich beide nicht überzeugt. Ja, fällt mir auch etwas schwierig, das schwer einzuschätzen. Dann nehme ich den Co-Trainer, egal wer zur Verfügung steht, nehme ich den Co-Trainer. Und, also das erste beiden, die waren die Ösi-Trainer, dann die, die Englisch sprechen und dann die Langweiler, Maaßen oder Favre? Oh, das ist unfair. Die sind natürlich auch überhaupt nicht zu vergleichen, außer dass sie der eine mehr, der andere ein bisschen gebrochener Deutsch sprechen. Tue ich mich schwer. Ich nehme den Enno aus alter U23. Verbundenheit. Ja, Verbundenheit. Ja. Wusste ich, dass das Wort kommt. War schön, gestern Jan Siewert wiederzusehen. Hat sich gefreut. Ja? Ja, witzig. War auch mal hier bei uns im Podcast, der Mann aus der Eifel. Da kommt er. Mayen in der Pfalz, ne? Oder? Ist es Eifel? Ist Eifel. Eifel. Ist Eifel. Okay. Ja. Mhm. Er hat sich auf jeden Fall bedankt für die Glückwünsche, die er bekommen hat zum Start und hat sich aber nicht an die Vereinbarung gehalten, dass er kurz vor Weihnachten dann bitte in Dortmund nicht was mitnimmt. Hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten. Herrlich. Also er merkt nach wie vor, wir sind wirklich in blendender Verfassung, kann man nicht anders sagen. Das macht der wenige Schlaf. Du weißt ja, nach müde kommt blöd, ne? Boah, kurz nochmal die Augen reiben an der Stelle. Ja. Hast du ja gestern Abend im Stadion auch gemacht, das ein oder andere Mal. Verwundert die Augen gerieben, vermutlich. Boah, was eine Überleitung. Boah, fantastisch. Da muss ich mir direkt aufschreiben, ab wann die Überleitung kam. 8:29. Wir sprechen gar nicht über Augsburg, scheißegal. Oder wir sprechen eigentlich nur über das Spiel gestern gegen Mainz. Da haben wir genug zu besprechen erstmal. Ja, in der Tat. Ja, dann machen wir das doch. Also... Nach so 20 Minuten dachte ich, boah, also ich habe den BVB lange nicht mehr so gut gesehen. Offensiv, 4 Aktionen, Bino Gittens, Lattenschüsse, alles Mögliche. Dann gab es ja hinterher noch das Tor von Brandt und so. Lief eigentlich wie am Schnürchen. Man hat die ganze Zeit gedacht, wann fällt denn das zweite Tor? Also ich weiß nicht, ob es euch groß anders ging auf der Pressetribüne, aber das war das Gefühl, was ich die ganze Zeit hatte und boah, also auch schöne Kombinationen und jedes Mal, wenn Mainz den Ball hatte, war er nach 10 Sekunden wieder weg. Also am Anfang, als es noch ein bisschen nebelig war auf dem Spielfeld, da hatte Mainz kurz mal länger den Ball und dann hatten die den 3, 4, 5 Sekunden und dann war der Ball weg. Tatsächlich, glaube ich, durchschnittlich 9, ne? 9, irgendwas. Das hat ein bisschen erinnert an die Meisterschaftssaison, da waren das auch genau diese Zeiten, glaube ich. Knapp unter 10 Sekunden hat der BVB in der Rückrunde in der durchschnittlich für die Rückeroberungsdauer benötigt. Das hat gut funktioniert bis dahin. Das ist dann, glaube ich, in der zweiten Hälfte, glaube ich, fast dann, glaube ich, verdoppelt. Ne? Wir haben ein Analyse-Tool, dann war es bei 20 Sekunden, hast du direkt deutlichen Unterschied gemerkt. Und ich gehe da auch mit, ne? Die ersten. Ich würde sagen, die ersten 40 Minuten war der BVB richtig gut drin. Ja, wirklich schön, wirklich schön kombiniert. Das sah gut aus. Das hat auch Spaß gemacht anzugucken, was ja in den letzten Wochen nicht immer der Fall war. Und dann hat Mainz sich dazu entschlossen, auch am Spiel teilzunehmen. Ja, dann wurden sie mutiger und haben relativ schnell gemerkt, dass der BVB auch leicht unter Druck zu setzen ist, dann gab es die Ballverluste auf einmal beim BVB und ich hatte ja tatsächlich, also euer Gefühl war länger gut in der ersten Hälfte, ihr habt natürlich da von der Pressetribüne auch nochmal einen besseren und anderen Blick, aber ich hatte dann schon den Eindruck, spätestens sagen wir mal nach 35 Minuten, dass der BVB grundlos
Gas rausgenommen hat. Und ich fand jetzt nicht, also Mainz hat man ja gesehen, wie kurz sie den Ball hatten tatsächlich. Und mein Eindruck war, die hatten nicht den Ball, also die waren so schlecht einfach. Da war der BVB, was das, was die Balleroberung nach dem Ballverlust angeht, gar nicht so überragend gut. Aber Mainz war unfassbar schlecht auch. Also viele Fehlpässe, keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, boah, hab dann rumgefragt, sind die nicht eigentlich Letzte? Aber ich wusste es gar nicht. Aber da waren ja ein paar Mannschaften punktgleich auch. Aber die waren wirklich so grottig. So, also klar, der BVB hat dann auch bis auf nur ein Tor relativ viel draus gemacht, einige Chancen kreiert, war gut. Aber dann so, weiß ich nicht, erklär mir das, warum man dann einfach von einem Moment auf den anderen so Larifari spielt. Ja, ich glaube, das ging tatsächlich nochmal anzuknüpfen, um das auf das 2:0, warum das nicht fällt, hinaus. Das 1:0 war 29. glaube ich, dann gab es, glaube ich, 31. den Lattenschuss von Sabitzer und dann, glaube ich, nochmal 2 Minuten später die Szene, wo Füllkrug, Mahlen und Beino Gittens ein 3 gegen 1 haben und Füllkrug dann selber abschließt, anstatt zu passen, weil er sich wahrscheinlich gedacht hatte, irgendwie die Jungs links und rechts neben mir spielen auch nie ab. Jetzt schieße ich auch mal selber drauf. Kann man machen, 16 Meter vor dem Tor, der Ball landet aber direkt in den Armen vom Keeper. Und ja, das war vielleicht eine Schlüsselszene in dem Abend. Denn da einfach den Kopf hochnehmen, den Mitspieler mitnehmen und nicht eigensinnig selber aufs Tor schießen, dann hätte es 2:0 gestanden. Und da würde ich dann aber trotzdem in diesem Fall auch mal auf Borussia wetten, nach dem 2:0 kommt Mainz nicht mehr zurück. Ich stimme dich zu, ja. Ja, ist genau so. Man hat einfach nur darauf gewartet, wann fällt das 2:0. Dann kam das 1:1 und dann gab es den Riesenbruch. So, dann war Pause und wenn du aus der Pause rauskommst und hast Mainz eigentlich am Wickel, dann denke ich mir, gibst du nochmal 10, 15 Minuten, also richtig Vollgas. Du setzt die massiv unter Druck, du gehst richtig, richtig heiß in die Zweikämpfe und ziehst durch bis zum geht nicht mehr. Hat leider der andere Verein gemacht. Also, es tut mir leid, ich weiß ja nicht, was dann da in der Kabine gesagt wird. Aber das ist doch das Gegenteil von dem, was du machen musst. Das muss doch auch jeder Spieler wissen. Die haben so viel Erfahrung auf dem Platz. Es ist eben nicht mehr Jugendforscht. Ja, es ist viel Erfahrung auf dem Platz. Und dann kommen die raus, Herr Drick, und ich denke mir, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, wollen die mich verarschen? Ja. Also das kann doch nicht deren Ernst sein. Da musst du doch als Profi wissen, wenn der Gegner so schlecht ist wie Mainz an diesem Tag, noch also mehr als 10, 15 Minuten mit einem Tor nachlegen, hättest du doch gar nicht gebraucht. Ja, das ist, da bin ich voll bei dir. Mainz hat angefangen, Widerstand zu leisten. Es war ja jetzt kein unfassbares Dauerpressing, was sie gespielt haben, aber es war einfach deutlich mehr als in der ersten Hälfte und darauf hat der BVB keine Antwort gefunden. Und das ist tatsächlich total erschreckend. Und da, unabhängig von Edin Terzic, du sagst es gerade, die Spieler selber müssen doch diesen Impuls haben irgendwie, das bringen wir jetzt hier, wir gehen jetzt auf 2:0. Letztes Spiel, alle wussten, worum es geht, alle wussten, wie die Stimmung ist und gegen welchen Gegner du spielst. Und das hat nicht stattgefunden und das ist absolut bedenklich. Also, Beino Gittens stand auf dem Platz und Mahlen ist ja auch noch relativ jung. Wenn man die mal rausnimmt, ist gefühlt der Rest der Mannschaft 30 Jahre alt. Da kann man mir nicht kommen mit, ja, wir wissen nicht, wie wir mit so einer Situation umgehen sollen. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn der Kopf dann plötzlich nicht mehr mitspielt. Und das war ja das Problem. Dieses 1:1 war so ein Nackenschlag. Dazu kurz vor der Pause, sodass dann alle auch 20 Minuten lang Zeit hatten, darüber nachzudenken. Mist, jetzt spielen wir eigentlich schon eine richtig gute erste Hälfte. Jetzt steht es trotzdem nur 1:1. Was passiert denn, wenn? Und geht das jetzt schon wieder los? Und wir müssen jetzt aber unbedingt. Und dann kommt die Angst zum Vorschein, dann kommt die Verunsicherung. Dann hast du zwar jede Menge erfahrene Spieler, aber zu wenige, die die Verantwortung übernehmen. Zudem Mats Hummels noch in der Kabine geblieben. Das war sicherlich auch ein Problem an dem Abend, aber nicht entscheidend. Dafür sind genug andere da. Und ab diesem Punkt war ja deutlich zu spüren, wie so oft in den vergangenen Wochen in der Bundesliga, dass es dieser Mannschaft dann nicht gelingt, den kühlen Kopf zu bewahren, Ordnung zu bewahren, weiter an ihren Prinzipien festzuhalten. Und dazu kommen dann die fußballerischen Defizite, Stichwort Spielaufbau, Stichwort Struktur, Stichwort Pass- und Laufwege. Und wenn dann eins zum anderen kommt und du merkst so, ah, jetzt könnte es schwierig werden und dann wird es auch noch schwierig und dann macht mein Nebenmann auch noch Mist, anstatt dass ich mich mal an dem hochhangeln könnte, anstatt dass der mir mal hilft. Und dann verselbstständigt sich das und das haben wir gesehen. Und
Das ist ja kein neues Phänomen bei Borussia Dortmund, sondern es kommt immer und immer wieder vor, in den vergangenen Jahren in Regelmäßigkeit und jetzt in den letzten 6, 8 Wochen geballt am Stück. Und dieses Problem ist nicht so eindimensional. Also ihr werdet ja wahrscheinlich auch ständig gefragt, was ist denn da los? Erklär mal. Das kannst du ja nicht in 2 Sätzen erklären. Es gibt nicht nur den einen Anhaltspunkt. Es gibt auch nicht nur den Trainer oder gewisse Spieler oder die Drucksituation oder die Erwartungshaltung, sondern da kommt natürlich eine große Gemengelage zusammen. Und das ist natürlich tief drin in den Köpfen der Spieler. Viele sind schon lange dabei. Einige möchten gerne nochmal was erreichen. Einige haben noch nichts erreicht oder können sich auch nicht an den anderen orientieren. Und dann fehlt da die Führung auf dem Platz. Die Jungs, die sich hinstellen und sagen, mir egal. Und dann fehlt da natürlich auch ein bisschen die Führung von der Seite, weil der Trainer dann natürlich, du fragst, was machen die in der Halbzeit? Er zeigt ihnen die Szenen, die gut waren, zeigt ihnen vielleicht auch 1 oder 2, die nicht so gut waren und sagt ihnen so, weitermachen. Aber es klappt dann nicht, weil der Ball aus dem Zentrum nicht mehr gefordert wird, weil der Spielaufbau lahmt, weil gar nicht klar ist, irgendwie, wer möchte denn jetzt nochmal angespielt werden und alle rennen weg und gucken weg. Dann gehen die Köpfe nach unten und dementsprechend ist es wie eine Kettenreaktion, ein Schneeball und der ist dann so groß geworden, dass die Mannschaft auch gar nicht in der Lage war, den nochmal irgendwie zu schmelzen und wieder aufzuheben. Das Krasse ist ja, dass das wirklich innerhalb von 90 Minuten auch stattfindet. Oft haben wir es ja gesehen, dass es, ich sag mal, von Spiel zu Spiel variiert hat, aber jetzt hast du die Schwankung gegen einen extrem schwachen Gegner, ja, innerhalb dieser 90 Minuten, diesen absoluten Abfall, und das ist halt wirklich das Besorgniserregende, muss man, glaube ich, sagen. Ne? Also, ich fand es katastrophal schlecht und ich kann dann auch nicht mehr auf die gute erste Hälfte schauen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist das Problem. Die Leute sind gestern ins Stadion gekommen, da gab es eine tolle Choreo, wie ich finde, zum Geburtstag des Vereins. Das hat alles gepasst, alles hat Lust auf mehr gemacht, auf das Spiel, und dann ging es auch gut los und dann, weiß ich nicht, du hast jetzt eben gesagt, Jürgen, dass es eine Sache des Kopfes ist und dann wird auf einmal irgendwie nicht mehr hinterhergegangen, dann wird der Ball nicht mehr gefordert und dann ist die Selbstsicherheit weg. Und dann frage ich mich, Entschuldigung, ist es am Ende nur eine Frage von Qualität? Es ist ein Aspekt von Qualität, in solchen Situationen auch seinen Mann zu stehen. Und wir haben ja viele technisch hochbegabte Spieler, viele schnelle Spieler oder einige schnelle Spieler, es könnten mehr sein, und es gibt viele erfahrene Jungs dabei, aber es ist eben auch eine Frage von Persönlichkeit in dem Moment und von Selbstvertrauen. Und da mangelt es. Und das ist ein großes Problem, denn die Mannschaft hat sich ja selbst bewiesen, ohne diese Champions League jetzt überzubewerten, denn inzwischen sind diese 5 guten Spiele ja auch eine große Minderheit, wenn man die gesamte Hinrunde betrachtet. Sie hat es sich bewiesen, aber sie kriegt es in kritischen Situationen nicht mehr hin. Und das ist ein Armutszeugnis, das ist besorgniserregend, wie du sagst, na klar. Und wenn du die ersten 45 Minuten, ich finde, man darf sie nicht ausblenden, denn wir können ja auch darüber sprechen, was dann gerne an Stammtischen mal gemacht wird. Auch die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Die ersten 45 Minuten haben ja gezeigt, dass es nicht so ist. Sie wollten ja da. Sie haben das richtig hingekriegt. Ja, den Eindruck habe ich überhaupt nicht, genau, dass sie gegen Trainer spielen. Das sind ja immer dann die ersten polemischen Einwände und sowas. Ne? Also mit den ersten 45 Minuten musst du es eigentlich diesen Fakt eigentlich diesen Vorwurf ausblenden. Ist Quatsch. Aber viel schlimmer ist ja, dass sie es, obwohl sie es wollen, dann nicht hinbekommen. Und dann ist es eine Frage von Können und Qualität. Also ist diese Mannschaft einfach zu schlecht? Haben wir, glaube ich, nach dem Stuttgart-Spiel drüber gesprochen. Und ich glaube, man muss das festhalten. Ich habe das auch in unserer Analyse nach dem Augsburg-Spiel gesagt. Ich glaube, Borussia Dortmund steht auf Rang 5 und sie stehen da zurecht. Und mehr ist aktuell nicht drin. Und dafür, zumindest offensichtlich, was die Spiele angeht, treten sie nicht den Gegenbeweis an, dass mehr drin ist. Jetzt muss man natürlich sagen, wie viel gibt der Kader wirklich her an Qualität? Haben wir auch hier schon hinlänglich diskutiert, wie ausbalanciert ist der Kader wirklich? Jetzt hast du natürlich das obligatorische Verletzungspech gehabt, aber viele von den Neuzugängen konnten das, was sie versprochen haben oder was man sich von ihnen erhofft hat, auch nicht einlösen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber Verletzungspech hin oder her, Cedric, die Mannschaft, die da gestern auf dem Feld stand und auch in den Spielen davor, da kannst du mir nicht mit Verletzungen kommen. Also, das war nur ein Punkt, bei zum Beispiel Felix Metscher oder so, da hatte man ja durchaus zwischendurch die Fantasie zu sagen, okay, pass auf, der kann jetzt den nächsten Schritt machen, der kann dir womöglich weiterhelfen, der fällt dir dann natürlich ein paar Wochen. Ja, aber natürlich hast du recht, das soll jetzt nicht als Ausrede her. Ich verstehe, dass das eine Erklärung ist und keine Ausrede.
Aber ey, Leute, da, also da stehen ja Spieler dann auch auf dem Rasen. Sabitzer, der zuletzt für Österreich immer gut gespielt hat, ja, da klappt das hervorragend. Und ich behaupte mal, der Kader von Österreich ist deutlich schlechter als der von Borussia Dortmund. Dann Emre Can, oh, eine Zwischenmeldung. Entschuldigung. So, liebe Leute, der Kollege Jürgen Kors aus der BVB-Redaktion hat eine Zwischenmeldung und bitte, ist Österreich besser besetzt als Borussia Dortmund? Wolltest du das sagen? Österreich spielt mit den Möglichkeiten, die sie haben, deutlich besser und der BVB hat vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, da wäre ich bei dir, aber er spielt damit schlechter. Und ja, ich glaube, eine Reihe von Spielern ist überschätzt, weil sie dann auch immer dieses Etikett haben, ist ja deutscher Nationalspieler. Ja, ja gut, ja, das bedeutet heutzutage nichts mehr. Genau. Ja, tut mir leid, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Das muss man ja, das ist so. Das muss man ja auch hinterfragen, was das für ein Qualitätsmerkmal ist. Also bestimmt ist eine Reihe von Spielern überschätzt, weil sie eben auch dieses Etikett haben. Und dazu kommt halt, dass die Einzelspieler natürlich in einer Mannschaft, in der es nicht läuft, wo die Abläufe nicht stimmen, wo die Verständigung nicht klar ist, wo die Spielidee gar nicht allen klar ist oder sich nicht alle daran halten oder auch irritiert sind durch unterschiedliche Vorgaben und durch unterschiedliche Lieblingsaktionen. Wenn das alles nicht zusammenpasst, dann ist natürlich jeder Einzelne nochmal schlechter. Das siehst du ja bei anderen Mannschaften, da ist plötzlich jeder Einzelne besser, wenn es passt, wenn es aus einem Guss kommt. Und da bin ich bei Österreich, da funktioniert das. Beim Sabitzer in Dortmund funktioniert das nicht. Und dafür gibt es jede Menge weitere Beispiele. Ich finde, Sabitzer ist ein gutes Beispiel dafür, dass es in der ersten Halbzeit gut aussah bei ihm. Mhm. Fand ich ihn wirklich absoluter Aktivposten, ja, Verbindungsspieler. Ja, wirklich. Und das war wirklich absolut Pass pro Toto. Einer von denjenigen, die in der zweiten Halbzeit sowas von abgebaut haben, wo dann einfach nichts mehr gekommen ist. Ich möchte eine Hörerfrage mit reinnehmen, die auch konkret mit dem Spiel gestern zu tun hat. Und das haben wir uns dann in unserer Gruppe auch gefragt, wie das eigentlich sein kann. Hat Beino Gittens eigentlich die Lunge von Jarmolenko transplantiert bekommen oder warum wird er immer in der 60. ausgewechselt? Und ich verstehe, dass man bei ihm darauf achtet, dass er nicht überspielt ist. Es war das verflucht letzte Spiel für ein paar Wochen. Das war der aktivste Spieler. Das ist im Moment der Spieler in dieser Mannschaft, der dir in 1-gegen-1 Duellen Torchancen kreiert. Das macht kein anderer so intensiv wie er. Ja, es ist anstrengend, ständig ins Dribbling zu gehen. Aber der Junge ist wie alt, bitte? 19. Siehst du? So, und da muss man den jetzt im letzten Spiel, wo es auch immens wichtig ist, in der 60. runternehmen? Hm. Ja, würde ich noch ein bisschen differenzieren. In Augsburg war Grütze, da war gar nichts. Ja, ja, ich habe nicht gesagt, dass er da gut gespielt hat, aber er gegen seiner Mainz, Art, Fußball zu spielen, darum geht es mir. War es bis zu diesem Bruch Richtung Pause gut, richtig gut. Dann war allerdings auch er daran beteiligt, dass da viele Aktionen nicht mehr so richtig griffig nach vorne kamen. Und dann war es natürlich doppelt doof. Der Wechsel war vorbereitet. Bamba hat es 20 Minuten in Augsburg gut gemacht. Kann man ja versuchen, auch wenn es natürlich wahrscheinlich bessere Lösungen gegeben hätte. Aber Terzic wollte einen 1-gegen-1-Spieler weiter auf dem Flügel behalten, weil er dachte, wenn wir jetzt drücken und die hinten drin stehen, dann muss ich einen haben, der da mal vorbeikommt. Dann hat er, als der Wechsel schon vorbereitet war, quasi nochmal zwei richtig gute Aktionen. Und dann sieht es natürlich bescheuert aus, wenn ihn dann runternimmt. Dann muss der Trainer vielleicht auch mal reagieren und denken, okay. Aber ja, dann nimmst du halt nicht runter. Jeremy hat noch ein paar Körner. Samuel Bamba, vielleicht in 10 Minuten. Da bleiben wir jetzt erstmal dran. Hat er aber nicht reagiert. Nennt man In-Game-Coaching. Ja. Keine gute Note fürs Ingame-Coaching gestern. Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe mich sehr über die Wechsel aufgeregt und konnte sie in großen Teilen. Warum hast du dich darüber echauffiert, Jürgen? Welche Wechsel haben dir denn sonst nicht gefallen? Sebastian Haller spielt irgendwie seit dem Spiel in Freiburg, das war im September, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie Minütchen und soll dann gegen Mainz, wenn es tatsächlich ja fast wie ein Endspiel um alles geht, um die Winterpause nicht komplett zu versauen, plötzlich eine halbe Stunde, war Fremdkörper im Spiel, 4 Ballkontakte, dann unglücklicherweise verletzt raus. Füllkrug war vorher auch nicht besser, aber schwer verständlich. Dann spielt plötzlich Gio Reyna so ein Sechser von hinten heraus und Emre Can rückt in die Abwehrkette. Was ist das für eine Idee? Dann spielt ein Sammy Bamba eine halbe Stunde und Marco Reus, der ja ne, bei allen Stärken und Schwächen, die er hat, aber zumindest Erfahrung hat in solchen Situationen. Nicht, dass er immer seinen Mann gestanden hätte, wenn es eng würde, aber zumindest jemandem, dem man zutrauen kann, dass er mit seiner Routine da vielleicht nochmal einen Weg findet und mit seiner Spielschleue, die er hat. Der sitzt dann 90 Minuten auf der Bank, weil er vorher in Augsburg schon sauer war und auch vorher schon gegen den Trainer gemeckert hat. Und dann bei der Auswechslung da dem Coach nicht mehr in die Augen gucken konnte oder wollte.
Schwierig, sehr schwierig. Und wenn du wirklich dann noch alles versuchen musst und dann kommt nochmal der Wechsel Wolf für Meunier. Puh. Das zeigt aber auch das Dilemma und auch, da sind wir wieder beim Thema Qualität im Kader, ne? Zusätzlich noch, ne? Ja, wenn Adeyemi da gewesen wäre, hätte er sicherlich gespielt oder ein Moukoko. Ja, klar, keine Frage, aber die sind halt nicht da. Und trotzdem muss es reichen für die Mainzer Abwehr. Die hatten, was hatten die, ich glaube, neun verletzte Spieler oder sowas, ne? Die waren ja vor allem hinten komplett gerupft. Und da, ja, muss Entschuldigung, es immer noch reichen. Aber da muss es immer noch reichen. Vor der Halbzeit, bis also, der BVB Mainz eingeladen hat, waren die nicht bundesligatauglich. Als ich irgendwann habe ich zu den Leuten um mir gesagt, hier, das ist natürlich schon ein starker Mainzer Kader, ne? Aber der von vor 10 Jahren vielleicht, nicht der aktuelle. So, und dann wird ja irgendwann, wird ja zwischendurch auf der Anzeigetafel immer die Aufstellung angezeigt und dann sage ich so, oh, 3 Spieler, die ich kenne. Ja. Und einen von denen hast du gar nicht wiedererkannt, weil Onisivo plötzlich Glatze hatte. Ja. Und ich dachte, es wäre Ajorke. Ich kannte noch Chor und ich glaube, ich kannte noch einen Richter. Und dann wurde, Stefan Bell kannte ich auch noch. Da habe ich gesagt, der spielt auch schon seit 20 Jahren in Mainz, deswegen kenne ich den. Ja. Ja. So, das sagt ja auch was über die Qualität dieser Mannschaft aus, wenn man die ganzen Spieler nicht mehr kennt. Weil sie halt einfach, ja, nicht prägend sind in der Bundesliga. Und, ja. Ich schreibe mir mal auf, dass wir jetzt das Thema wechseln und gehen konkret auf den Trainer ein, der spätestens im ersten Spiel des neuen Jahres nicht mehr auf der Bank bei Borussia Dortmund sitzen wird. Nicht wahr, Jürgen? Ist das eine Behauptung oder eine Feststellung oder eine Frage? Es ist eine Suggestivfrage. Ah, Vorsicht mit Suggestivfragen, die sind immer nicht zugelassen vor Gericht. Ach ja, das stimmt. Ja, aber wir sind ja nicht vor, wir sind ja hier nicht das letzte Gericht. Nein, nein. Ja? Über Gerichte haben wir eben schon gesprochen. Ja, guten. Ich habe übrigens Hunger. Ja. Also, Edin Terzic steht im Kreuzfeuer der Kritik. Und wir haben dann gestern nach dem Spiel noch mal ein bisschen länger unter der Südtribüne zusammengestanden, was wir normalerweise nicht tun, dann gehen wir einfach direkt eintrinken. Nee, Spaß beiseite. Wir haben da ein bisschen diskutiert und dann kam von allen die Frage, also das einzige Thema war, wann sie ihn entlassen und wer der nächste Trainer ist. Nichts anderes. Und was waren eure Antworten auf diese Fragen? Oh, die waren katastrophal schlecht. Mhm. Es wurde dann natürlich, also Ironie war dann natürlich ganz, ganz groß. Clever. Ja, Jogi Löw mit Co-Trainer Hansi Flick wären beide zu haben. Und der Name Magath fiel auch. Mhm. Und dann gab es aber auch seriöse Vorschläge, wie beispielsweise Oliver Glasner. Ja. Aber man merkte, die Alternativen sind sehr rar gesät. Ja, aber dann machen wir jetzt den zweiten vor dem ersten Schritt, ne? Das wollen wir nicht. Ich finde, Edin Terzic steht natürlich vollkommen zurecht in der Kritik. Er ist der sportlich Verantwortliche. Es waren, glaube ich, jetzt 16 Spiele sind absolviert. Es war eine Niederlage in den ersten 8 Spielen und ein Sieg in den zweiten 8. Und diesen Niedergang, der sich ja auch schon in der ersten Hälfte der Hinrunde in der Art des Fußballs schon ein bisschen angekündigt hatte. Ne? Da gab es dann immer noch knappe Siege. Da dachten wir, ja, vielleicht ist das dann, ne, dieses Ergebnismodell weniger sexy, mehr Erfolg. Ja, kann gut gehen. Ging dann aber nicht mehr gut, als die Gegner stärker wurden und das gnadenlos ausgenutzt haben, dass Borussia Dortmund ja kein Konzept hat auf dem Platz oder kein ausreichendes Konzept, das dann auch entsprechend umgesetzt würde. Und da ist natürlich der Trainer verantwortlich, definitiv. Es steht immer noch, auch wenn ein paar Spiele ausgefallen sind, auch wenn die letzten Wochen hart waren mit irgendwie 9 Spielen in 25 Tagen oder was, steht da immer noch eine Mannschaft auf dem Platz, die viel, viel besser Fußball spielen muss, die hilflos manchmal auf dem Platz wirkt, weil sie nicht weiß, wie sie das umsetzen soll, was der Trainer ihr vorgibt, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht begreifen oder weil die Anweisungen nicht eindeutig genug sind. Ich glaube schon, dass sie klare Vorgaben haben, aber sie schaffen es nicht, das umzusetzen. Und dann sind wir wieder im Problem, kommt Widerstand, fällt alles in sich zusammen, läuft's gut, kann man sich gegenseitig auch ein bisschen hochziehen. Das hat ja auch in den ersten 45 Minuten gegen Mainz geklappt, hat auch stellenweise in Augsburg geklappt, trotz schwierigem Spielverlauf. Also das Bemühen war ja schon da, aber es muss einem Top-Trainer bei einem Top-Kader, selbst wenn er an manchen Stellen überschätzt ist, zwingend gelingen, aus dieser Mannschaft viel, viel mehr rauszuholen. Und selbst wenn alles nicht State of the Art ist, dann muss man zumindest erwarten, dass
wenn das Spiel schlecht läuft, wie gegen Mainz in der zweiten Halbzeit, dann nicht erst irgendwie nur 82. oder 85. irgendwie so ein Aufbäumen kommt, wenn man schon mit dem Rücken zur Wand steht und weiß, jetzt wird's ganz knapp, jetzt wird's richtig eng. Und da spielt man dann auch noch zu 10, weil Haller auch noch runter musste, weil er verletzt war und nicht wieder jemand anders eingewechselt werden konnte. Nein. Da muss dann auch von der Seite mehr kommen. Da reicht es dann nicht, den Kopf zu schütteln oder die Hände in die Hüften zu stemmen. Im Zweifel muss der Trainer da so eingreifen, dass wirklich allen klar ist, was zu passieren hat. Und da muss ich auch nicht mehr nachschauen, was man irgendwie noch taktisch macht oder sonst was. Im Zweifel musste die Mainzer einfach überrennen. Punkt. Und jetzt in solchen Situationen, wenn es dann hart auf hart kommt, rächt sich, dass dir die Konzepte in der Umsetzung fehlen, auf die du zurückgreifen könntest. Es gibt keine Sicherheiten, es gibt kein Fangnetz, auf das sich die Mannschaft immer zurückfallen lassen kann. So, wenn es schwierig läuft, okay, wir spielen jetzt 4-4-2 gegen den Ball, sammeln uns, sortieren uns, lassen den Ball ein bisschen durch die Reihen laufen und dann kommen wir schon wieder irgendwie nach vorne. Ja, dann haben wir immer einen Moment Ruhe. Kann die Mannschaft nicht. Sie hat keinen Plan, wenn es nicht läuft. Und das ist Trainerfrage. Problematisch wird es ja dann auch, ist immer die Frage, wie viel ist davon zu halten, aber dass Edin Terzic bei der vorletzten Pressekonferenz ja von deutlichen Fortschritten gesprochen hat, die er gesehen hat. Jetzt mag er das nach außen so verkaufen, trotzdem hat das auch das natürlich eine Wirkung. Und wenn du dann solche sportlichen Auftritte dem entgegensetzt, dann wird es natürlich nochmal, ist die Fallhöhe nochmal eine andere. Und das auch das wirft natürlich dann Fragen auf. Ich denke jetzt natürlich nicht, dass sie intern sich das alles nur schönreden, aber nach außen hin konnte man diesen Eindruck in den letzten Wochen und nicht nur jetzt zuletzt, in den letzten Tagen, sondern in den letzten Wochen durchaus gewinnen. Du hast erst eben von dem pragmatischen Ansatz gesprochen, weniger sexy, mehr Erfolg. Hört sich ordentlich an, solange der Erfolg da ist. Mittlerweile ist es weder sexy noch erfolgreich und irgendwann dann wird es natürlich ein Problem, weil du gar nicht mehr das verkörperst, wofür du eigentlich stehen willst. Ich weiß, dass natürlich in dieser Branche, und das liegt ja auch daran, dass der Fußball so unfassbar im medialen Fokus steht, häufig Dinge gesagt werden, die nicht so gemeint sind. Aber du kannst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass du in den letzten Wochen Fortschritt erkannt hast. Es ist auch null authentisch, das nimmt dir doch auch keiner ab. Und ich finde, dass du dann als Trainer an Glaubwürdigkeit verlierst. Weil das war der Punkt, wo man sagen kann, das hat Edin Terzic ausgemacht. Dass er immer sehr glaubwürdig rüberkam, dass er authentisch rüberkam. Dass die Leute, also die BVB-Fans im Besonderen, immer gemerkt haben, der ist ehrlich zu uns. Und ich habe so ein wenig das Gefühl, dass das in den letzten Wochen und Monaten und insbesondere auch seit dem Mainz-Spiel am 27. Mai abhanden gekommen ist. Dass das gefühlt dieser Symbiose-Mannschaft-Trainer nach einer tollen Rückrunde, war es ja, ein bisschen den Stecker gezogen hat. Dass die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer nicht mehr so da ist. Und ich habe das vorhin ja in den Mund genommen, das Wort Mitleid. Wenn die Leute jetzt schon Mitleid haben mit Edin Terzic und dann überlegen, was wäre denn die beste Lösung, damit man ihm sozusagen nicht wehtut, dass er nicht mehr Trainer ist bei Borussia Dortmund. Und einige dann sagen, ja, vielleicht machen sie es irgendwie wie Mainz oder wie Union Berlin, dass es dann hinterher heißt, er tritt zurück, weil er sagt, er kann die Mannschaft nicht mehr erreichen. Das wäre ja sozusagen fast schon die sauberste Lösung. Dann ist es echt weit gekommen. Ja, ich mag dir da nicht widersprechen. Ich kann vieles von dem, was du sagst, nachvollziehen und teile das. Es ist ja in dieser gesamten Saison oder im gesamten Kalenderjahr so rum unfassbar viel passiert. Auch in der Vorsaison gab es diese Herbstdepression und dann gab es eine richtig starke Serie und daraus wollte man die richtigen Schlüsse ziehen. Hat man aber offensichtlich nicht getan. Da ging es dann viel um, wir müssen nur so weitermachen, dann wird er schon. Dann hat es auf dem Transfermarkt nicht so geklappt, wie man das haben wollte. Und die Probleme sieht man jetzt, dass ein Bellingham natürlich nicht 1:1 zu ersetzen ist, aber dass auch gar keiner da ist, der ihn auch nur ansatzweise ersetzen kann. Dass auch der Verlust von Guerrero völlig unterschätzt worden ist. Und dass eben, ja, sagen wir, mindestens 3 von 4 Neuzugängen keine Verstärkung sind. Ich glaube, bei Metscher kann man kaum bewerten. Bei Benze Baini gab es jetzt einen leichten Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen, aber insgesamt viel zu wenig. Eher ein Downgrade gegenüber Guerrero. Sabitzer ist noch gar nicht richtig angekommen in Dortmund. Und bei Füllkrug muss man ja auch sagen, ne? Ja, hat auch dieses Etikett deutscher Nationalspieler, ist auch ein guter Stürmer, aber internationale Klasse, da wird es dann schon schwierig. Ja, und dass er seine Qualitäten hat, auf die Mannschaft aber nicht immer hinzielt und abspielt. Und dass er andere Bereiche hat, wo er sich natürlich noch verbessern kann, was in seinem fortgeschrittenen Fußballeralter natürlich eine Herausforderung ist, ist dann der andere Teil der Wahrheit. Und
der Trainer lebt oder hat stark davon gelebt, dass er natürlich eine maximale Identifikation mit dem Club vorlebt, dass er die Spieler motivieren kann, dass er ihnen in Feuer und Begeisterung wecken kann. Aber das trägt halt nicht über Jahre. Das nutzt sich irgendwann ab. Und dann ist es ja auch nachvollziehbar, wenn die Spieler mal fragen, du, das, die Taktik heute, die Vorgaben, das hat uns irgendwie nicht gepasst, das ist, sind gar nicht wir, so wollen wir nicht Fußball spielen. Der Ansatz, zwischenzeitlich mal auf Defensive umzuschalten, weil man sieht, wir kriegen zu viele Gegentore, es ist zu leicht, ist ja nachvollziehbar. Aber wenn ich die Spieler nicht dafür habe und die Spieler das nicht umsetzen können oder wollen, auch wenn sie es müssten, dann kann ich das nicht machen. Und dann sorge ich natürlich dafür, dass ich mich angreifbar mache. Wenn die Spieler offen ansprechen, nee, so wollen wir nicht, dann ist es erstmal gut, weil es ein Zeichen ist dafür, dass es irgendwie lebt und dass es einen Austausch gibt. Aber eigentlich darf es ja gar nicht erst so weit kommen, sondern das muss vorher klar sein, dass Team und Trainer zusammengehören. Und den Eindruck hatte ich in den vergangenen Wochen nicht mehr immer. Wie ist dein Eindruck? Passt die noch zusammen, Team und Trainer? Wenn man Emre Can und Julian Brandt glauben möchte, die haben ja gesagt, das liegt nicht immer alles nur am Trainer, dann vielleicht schon. Aber den Eindruck, den Jürgen gerade geschildert hat, glaube ich, da gibt es ja keine zwei Meinungen, dass da was passiert ist in den letzten Monaten. Und ich erinnere mich noch vor ein paar Wochen, die, ich sage jetzt mal, erste Füllkrug-Äußerung, was dann hinterher noch bei der Nationalmannschaft, bei der PK wieder eingefangen wurde, oder man hat versucht, es einzufangen, nicht als Kritik an der Taktik und am Trainer zu deuten. Das konnte man vielleicht noch sagen, ja, okay, hat er sich vielleicht ein bisschen verständlich ausgedrückt. Bei dem Ligaspiel in Stuttgart. Aber es kam natürlich dann jetzt immer wieder mal durchaus Töne raus, wo du sagst, passt das? Und da darf man durchaus Zweifel dran haben jetzt. Das Interessante ist ja bei Füllkrug, weil er diese Aussage getroffen hat, erst ein paar Monate da. Er hat jetzt nicht diese Verbundenheit zu Terzic aus der Vorsaison oder aus der Zeit, wo Terzic Interimstrainer war. Ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Der kommt quasi von außen hier zu und macht sich in den ersten Wochen ein Bild und merkt, ist nicht gut, was hier läuft. Ja, aber diese Äußerung gab es ja auch von Julian Brandt oder Gregor Kobel an anderen Stellen. Julian Brandt nach dem Spiel in Leverkusen, ne? So dürfen wir nicht spielen. Ja, aber es war alles erst nach der ersten Füllkrug-Aussage in Stuttgart. Wir wollen aktiver spielen, wir wollen intensiver spielen, wir wollen mehr pressen, wir wollen offensiv und vorwärts gerichtet auftreten. Das haben viele Spieler gesagt, immer wieder. Und ist natürlich auch klar, dass es darüber kontroverse Meinungen gab. Ich finde, die Terzic-Äußerung, wir haben Fortschritte gesehen, ging dann in Augsburg oder jetzt auch gegen Mainz sicherlich da in die Richtung, dass man wieder viel mehr Torchancen herausgespielt hat. Ich glaube, in Augsburg waren es irgendwie 24 Torschüsse, gegen Mainz 14 bis zur Pause. Ja, also da geht ja was nach vorne. Das ist ja nicht alles, den hat man jetzt nicht irgendwie Bein abgenommen, dass die nur noch mit links pöllen könnten, sondern da funktioniert ja noch ein bisschen was. Allerdings fehlt das Gesamtgerüst und das Fundament, auf dem diese Mannschaft dann auch ihre Erfolge nach und nach aufbauen muss. Und wenn das nicht stimmt, dann bringt er dann auch nicht mehr ein bisschen was, wenn du wieder offensiver spielst, sondern du musst das Gesamtpaket haben. Das sagt der Trainer ja auch, wenn er meint, wir müssen kompakt verteidigen. Ja, also müssen schon alle mitmachen. Das hat gegen Mainz in der ersten Hälfte auch funktioniert. Da gab es Balleroberungen im Gegenpressing, Balleroberungen im Pressing, da gab es Balleroberungen im letzten Drittel und dann ging es in der Regel schnell nach vorne. Da hat das alles noch gestimmt. Und wenn dann aber nach dem ersten Rückschlag die Spieler plötzlich anfangen wegzugucken, anstatt den ballführenden Mitspieler anzuschauen, nicht mehr die Bälle fordern, wie ich es eben gesagt habe, wenn dann der eine schaut, was macht der andere, anstatt voranzugehen und das auch bei erfahrenen Führungsspielern, die gestern auch auf dem Platz waren, dann gibt es ein Problem, das dann eben so eklatant und so katastrophal aussieht wie in der zweiten Hälfte gegen Mainz. Wenn das einmal passiert, sprechen wir drüber, haken wir ab, geht's weiter. Wenn das jetzt allerdings dazu führt, dass der BVB nur 1 an 8 Bundesligaspielen gewinnt, jetzt 6 Pflichtspiele in Folge sieglos ist, so schlecht wie seit 6 Jahren nicht mehr, dann ist es ja kein singuläres Ereignis mehr, sondern eben eins, das sich immer, immer wieder einstellt. Terzic hat ja recht, wenn er sagt, wir sprechen seit 10 Jahren über dieselben Sachen. Es gelingt aber auch ihm nicht, das aufzubrechen, dieses Muster. Und dann sind wir beim Trainer, da haben es unterschiedlichste Typen versucht, dass man viele Trainer mit unterschiedlichen Ansätzen hatte, ist ein Teil der Problematik, sicherlich, weil man dann Spielerhaufen zusammen hat irgendwann, wo es gar nicht mehr stimmt oder wo die Mischung und die Balance nicht stimmt. Aber es ist natürlich auch ein großes Problem, dass in Borussia Dortmund sitzt, dass es immer wieder passieren kann, dass man sich selbst
so ein Bein stellt, dass man auf der Nase landet, weil dieses Scheitern ja immer schon als Drohkulisse im Hintergrund irgendwie vorhanden ist. Dass die Angst davor zu scheitern, das ist ein Klopp-Zitat, größer ist als die Lust darauf, was zu gewinnen. Die Mannschaft war so kurz davor im Mai und hat es wieder nicht hingekriegt. Das sitzt natürlich noch in den Knochen und in den Hinterköpfen. Dann hast du die ersten 2, 3 Spiele, wo es nicht läuft, und das verselbstständigt sich, weil immer diese Gefahr gesehen wird und nicht die große Chance, es besser zu machen. Und diese Haltung, ich will gar nicht sagen Mentalität, denn die Mannschaft hat den Willen gezeigt, in Augsburg, auch gegen Mainz in der ersten Hälfte, das will ich dir gar nicht absprechen, aber diese Entschlossenheit und diese Energie, dann in diesen Momenten alles aufzuwenden, die ist nicht da, und das zieht sich seit Jahren durch ganz viele Spieler durch, dass dann eben nicht diese Widerstandsfähigkeit da ist. Und das haben wir eben angesprochen mit dem Punkt Qualität. Ich kann ja so viel Talent haben, wie ich will, wenn ich es nicht schaffe, es abzurufen, dann ist es für Nüsse. Dann hilft es nicht. Ich muss es schaffen, eben dafür werde ich als Profisportler, als Leistungssportler im Fußball sehr gut bezahlt, das dann auch abrufen zu können. Und die Ursache dafür zu finden, warum Borussia Dortmund in der Leistungskultur offensichtlich so eine Delle hat, das ist der Kern des Problems. Dann hat das der nichts. Kern des Problems. Ja, macht nichts, ist ja noch früh. Ja. Dann hat das nichts mit dem Trainer zu tun. Also ich habe gerade sehr gut zugehört, was du gesagt hast. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, dann habe ich verstanden, dass es nichts mit dem Trainer zu tun hat. Weil, pass auf, lass uns mal kurz darüber sprechen, welche Trainer bei Borussia Dortmund gewesen sind in den letzten 10 Jahren. Klopp, Tuchel, dann Bosch, Stöger, Favre, Terzic, Rose, jetzt wieder Terzic. Der einzige, bei dem Borussia Dortmund durchweg attraktiven und auch relativ erfolgreichen Fußball gespielt hat, war Thomas Tuchel. Nach Klopp. Nach Klopp. Mhm. Ja, genau. Und die letzten 1,5 Jahre unter Klopp waren auch eher so semi. Klar, 2014 nochmal das Pokalfinale erreicht. 2014-15 war dann überhaupt gar keine gute Saison. Aber am Ende haben sie ja dann noch dann hinterher mit Tuchel die Qualifikation für die Europa League-Gruppenphase geschafft. Aber da finde ich schon. Also unter Tuchel hat es summa summarum sehr gut funktioniert. Ja, klar, da waren noch einige der alten Leistungsträger mit dabei, aber er hat ja auch neue Spieler wie ein Mkhitaryan auf einmal auf ein anderes Level gehoben. Und da finde ich schon, also kann man, glaube ich, festhalten, vielleicht hat es bei ihm sportlich funktioniert, weil er äußerst unbequem war. Weil er halt Dinge, die eingefahren waren, in den Jahren davor massiv aufgebrochen hat. Und wenn du dir die Charaktere ansiehst, die danach da gewesen sind, Bosch war sehr schnell wieder weg. Anderer Ansatz von Fußball, hat sich auch nicht reinreden lassen, galt auch ein bisschen als stur, und dann war er weg. Dann kam sehr ruhiger Peter Stöger. Dann kam sehr ruhiger Lucien Favre. Der vielleicht intern ein bisschen unbequem war, aber nach außen nicht. Also galt auch als knorrig, aber ich sag mal dezent knorrig, ja. So, und sicherlich nicht mit dem Image von Thomas Tuchel ausgestattet, im Gegenteil. Dann kam irgendwann Terzic, Borusse durch und durch, sowieso gefühlt über jeden Zweifel haben. Dann kam Rose, der auch am Ende hin ein bisschen unbequem war, nach einem Jahr wieder weg. Also ist das Problem doch ein ganz anderes, das ist nicht der Trainer in sich, sondern die Art Trainer und vor allem auch Persönlichkeiten, die man in dem Fall dann auswählt. Und die was verändern wollen, die vielleicht unbequem sind, die den Finger in die Wunde legen, also Tuchel und Rose, die nehme ich jetzt mal beide. Bei Tuchel haben sie nach 2 Jahren gesagt, es geht auf gar keinen Fall mehr. Wir haben jetzt bei einigen Stationen bei ihm gemerkt, dass er definitiv nicht der einfachste Typ ist. Aber selbst bei Marco Rose hieß es dann hinterher, sorry, geht nicht. Mhm. Ist das Kernproblem? Ich sag, dass der Rauswurf von Terzic, so er denn kommt oder wahrscheinlich auch nicht kommt, nicht die Probleme löst alleine, die Borussia Dortmund angehäuft hat in den vergangenen Jahren. Und dass natürlich strukturelle Schwierigkeiten da sind. Und dass du hast einen Teil der Punkte angerissen, die mich auch auf dem Herzen hätte. Ja, Borussia Dortmund ist manchmal zu sehr noch Wohlfühloase, ist noch manchmal zu sehr Wattebäuschen. Und das ist natürlich irgendwann auch leistungshemmend. Das funktioniert natürlich wunderbar, solange sich alle einig sind und alle Borussen sind und der Erfolg da ist. Aber wenn der Schnee schmilzt, dann sieht man ja, wo die Haufen liegen.
Trainer ist dann eher ein Symptom, ne? Das oder eins von den Symptomen des übergeordneten Problems. Einer von den Dominosteinen, die dann mitkippen. Wenn du jetzt das nochmal hörst oder dir Gedanken darüber machst, was Jürgen gerade gesagt hat, strukturelles Problem, Wohlfühloase. Wie kann man denn deiner Meinung nach die Wohlfühloase aufbrechen? Das setzt ganz viel Selbstreflexion voraus, an der geeigneten Stelle, so will ich es mal sagen. Oh. Und im Zweifelsfall eben auch die Einsicht, dass man selber etwas verändern muss und mit dem bisherigen Weg nicht so weitermachen kann. Und entweder sich selber intern anders aufstellt oder aber, dass du von außen jemanden holst, dem aber auch wirklich die Befugnisse gibst, die Verhältnisse dann mal umzukrempeln. Und zwar wirklich umzukrempeln. Und auch nachhaltig. Und das ist ja dann auch keine Sache von 3 Monaten oder so, ne? Da muss man gegebenenfalls auch mal eine schlechte Saison in Kauf nehmen. An geeigneter Stelle, hat Cedric gesagt. Ja, der Dortmunder Weg war ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, auch mit großem Erfolg, in erster Linie auf eigene Leute zu setzen, die den Club kennen, die die Atmosphäre kennen, die ein gewisses Herzblut haben für diesen Verein. Das sehen wir an ganz vielen Stellen. Wir haben ja fast überall nur BVB-DNA, sei es in der Führungsriege seit 2 Jahrzehnten inzwischen, sei es bei den Posten, die dann nachbesetzt werden, Lars Ricken, Sebastian Kehl, Otto Addo, Edin Terzic. Ja, also der BVB schmort gerne im eigenen Saft. Das hat den Vorteil, dass die Entscheider sich auskennen im Club, dass eine gewisse Beziehung schon da ist und ein Miteinander. Hat aber auch den Nachteil, dass es dann an der anderen Stelle mal am frischen Wind fehlt und an Strukturen, die aufgebrochen werden. Sebastian Kehl hat das sicherlich versucht, stößt dann aber auch auf Widerstände und an Grenzen, wenn ihm dann manchmal ein P vorgesetzt wird. Vielleicht auch an der Stelle nicht so durchsetzungsstark gegenüber dem Clubboss. Und dann passiert das, dass du immer wieder kreiselst und diese Kernprobleme nicht aufgelöst bekommst. Du kannst im Fußball nicht im Gestern leben, sondern du musst ja eigentlich mindestens 5 Jahre vorausdenken. Wo will ich hin? Und nicht, was war gestern gut? Und das ist sicherlich auch ein schmerzhafter Prozess. Und ich glaube, dass dieses Beben, was dann jetzt vielleicht kommt, dann entsprechend auch weitere Kreise ziehen muss und das Ausmaß der Personalveränderungen, die dann irgendwann kommen müssen, noch gar nicht abzusehen ist. Aber wo jetzt wieder im Herbst Richtung Weihnachten so eine tiefe und auch fundamentale Krise herrscht, muss doch irgendwann mal auch die Erkenntnis durchdringen, wir müssen uns hier verändern, es muss was anderes passieren. Was muss denn passieren, Cedric, damit Hans-Joachim Watzke das einsieht? Das ist jetzt mies, ne? Dass ich ausgerechnet dir von euch beiden diese Frage stelle. Hätte ich auch Jürgen stellen können. Aber ja. Es ist ja offensichtlich, dass da was nicht mehr passt. Also, ja, genau. Es ist also, wenn man sich jetzt nicht hinterfragt, es ist jetzt die x-te Situation, man kommt sich ja vor wie in so einer Zeitschleife, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gesagt. Und zuletzt hieß es dann auch wieder, ja, wir haben schon gezeigt, dass wir das können und wir kommen da vielleicht wieder raus und so. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit naiv, darauf zu setzen. Und gerade nach den letzten Leistungen gibt es nicht so viel Anlass zu denken, dass da jetzt die große Wende ab Januar kommt, wenn wir über taktische Defizite sprechen, wenn wir über Qualität im Kader sprechen. Es wird ja ab Januar nicht fundamental anders sein, vermutlich. Und insofern braucht es da sicherlich das Selbstreflektieren, was ich eben angesprochen habe, und eine Erkenntnis bei Hans-Joachim Watzke, dass es eben so nicht weitergeht. Ich habe Dirk in der vergangenen Woche gefragt, ob er glaubt, dass Edin Terzic und Sebastian Kehl zum 1. Juli 2024 beide in der gleichen Funktion noch beim BVB im Amt sein werden. Er hat Nein gesagt. Was sagt ihr? Ich würde Dirk niemals widersprechen. Du sagst also auch Nein. Und du, Cedric? Es spricht viel dafür, dass es nicht so ist. Ach, jetzt im Stand würde ich auch sagen. Ja. Was glaubt ihr denn, bei wem die Chance größer ist, dass er dann nicht mehr im Amt ist? Bei Terzic oder bei Kehl? Das hängt von so vielen Faktoren ab. Ich glaube, die Wunschkonstellation ist, dass beide im Amt bleiben und beide auch über Jahre im Amt bleiben. Das ist das erklärte Ziel.
der Geschäftsführung, also von Hans-Joachim Watzke. Er hätte gerne beide so lange im Amt, dass sie im Zweifel auch noch seinen Abdanken überdauern, um eben da die Weichen gestellt zu haben für die nahe und mittlere Zukunft. Aber dafür braucht es sportlichen Erfolg, dafür braucht es Ergebnisse. Sonst kommst du natürlich immer wieder ins Kreuzfeuer der Kritik, vollkommen zu Recht aktuell bei Borussia Dortmund, und musst das alles hinterfragen. Ich glaube, Watzke hat sich das schon sehr gewünscht, dass die Personalentscheidungen Kehl und Terzic die letzten entscheidenden sind, die er da im sportlichen Bereich trifft, bevor er dann vielleicht irgendwann sein Amt abgibt und übergibt. Aktuell ist es extrem in Gefahr. Und deswegen ist es eine mordsschwierige Entscheidung, denn irgendwann muss man sich ja auch die Frage stellen, wie viele von den letzten großen Brüchen, Rose kurzfristig rauszuschmeißen zum Beispiel, waren denn richtig? Und dann geht's ans Eingemachte. Und dann muss man schauen, passt das so? Hilft das so weiter? Können wir in dieser Konstellation in die Zukunft gehen? Sind wir damit gerüstet, wenn der sportliche Wettbewerb durch Geldflüsse überall immer noch heißer und schärfer wird? Sind wir noch Borussia Dortmund dann, wenn wir uns wenn wir da mitmachen, wenn wir auch groß und stark werden wollen, immer weiter? Oder sind wir Borussia Dortmund, wenn wir da bleiben, wo wir herkommen, was uns stark gemacht hat, wenn wir eine Mannschaft haben, die jung und hungrig ist, die berauschenden Fußball spielt und auch mal ab und zu auf die Mütze bekommt? Oder wollen wir uns irgendwie da oben halten? So Platz 4 muss es sein. Aber ja, manchmal in allen 2-3 Jahren, wenn die Bayern mal schwächeln, können wir ein bisschen mehr. Und dann versuchen wir mal ins Pokalfinale zu kommen. Und ist das Borussia Dortmund, so dieses Minimalziel anzuvisieren? Auch manchmal vielleicht von der Meisterschaft zu sprechen, aber das kannst du dann ja in der Regel nach 2-3 Monaten schon einkassieren. Oder ist es nicht Borussia Dortmund vielmehr eine Mannschaft und ein Verein, der von einer großen Leidenschaft zum Fußball geprägt ist, der nicht ganz oben immer mitmischen muss zwingend, aber der eben, wie du gesagt hast, authentisch ist, der Bock macht, der die Leute begeistert, der die Leute auch nochmal zum Verzweifeln bringt, das darf auch sein, das gehört auch dazu, aber der eben für sich eine Entität hat, also der eine klare Identität hat und das auch geschlossen in allen Bereichen nach außen so vorlebt. Ich glaube, auch die Fans verzeihen dir viel, wenn selbst wenn es dann nicht klappt, mit dem maximalen sportlichen Erfolg, wenn du etwas verkörperst, für das du wirklich stehst, was Borussia Dortmund lange getan hat und was jetzt dir immer mehr abhanden kommt. Ist ja jetzt auch nicht eine Frage von den letzten Wochen, sondern darüber haben wir ja auch, glaube ich, in den letzten 2 Jahren schon immer wieder mal gesprochen. Ja, also es ist ja nicht nur eine Frage der letzten 2 Jahre. eigentlich ist es eine Frage, die sich jetzt schon länger durchzieht. Dieses große Ziel, Meisterschaft, dem man jetzt ewig hinterherhechelt. Und wenn wir mal historisch gucken, gab es immer längere Phasen, wo Borussia Dortmund nicht so gut war. Ja, in den 90ern war man gut, dann hat man 2002 nochmal diese Meisterschaft geholt. Dann war aber auch 10 Jahre Dürre. Das hatte ja aber auch strukturelle Gründe. Ja, natürlich hatte das strukturelle Gründe, aber die Gründe sind jetzt, finde ich, mal zweitrangig. Man war in den 60er Jahren sehr, sehr dominant und in den 70ern ist man dann auch in die zweite Liga abgestiegen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass immer alles fantastisch war bei Borussia Dortmund. Du hast es gerade, finde ich, sehr gut dargelegt, Jürgen. Borussia Dortmund muss sich fragen, was für ein Verein möchten sie sein? Und muss man sich immer unbedingt daran klammern, dass man auf, keine Ahnung, Platz 1 schielt? Muss das immer sein? Oder ist es mal okay, wenn man auch nur Sechster wird? Ich finde, dass in dieser Saison der VfB Stuttgart ein gutes Beispiel dafür ist, dass es auch mit jungen Spielern sehr gut funktionieren kann. Die werden nicht 2-3 Jahre mit diesen jungen Spielern so erfolgreich sein. Das wird nicht passieren. So illusorisch sind sie wahrscheinlich beim VfB auch nicht. Geht er dann auch immer ganz schnell mit Vertragsverlängerung Trainer und ein Jahr später ist er dann entlassen, weil es mal 5 Spiele nicht so läuft. Aber die sind in der Lage, mit viel, viel weniger aktuell mehr zu erreichen als Borussia Dortmund. Ich glaube, dass der BVB nur wieder dahin kommen kann, wenn er eben nicht semifertige Spieler auf Mittelklasse-Niveau für 25 bis 30 Millionen Euro verpflichtet, sondern dass er wieder mehr auf junge Talente setzt. Klar, den einen oder anderen erfahren brauchst du auch, aber dann habe ich lieber eine Mannschaft wie vor, keine Ahnung, 3 Jahren, wo ich weiß, die kann ein gewisses Maß an Erfolg garantieren, aber die wird jetzt nicht zwangsläufig Meister. Ist doch auch in Ordnung, oder nicht?
Ist das schlimm, wenn man mal nur Vierter wird oder Fünfter oder Sechster? Ja, aktuell mit der Champions League-Reform ist das schwierig. Das weiß ich, Cedric. Aber ist es schlimm? Dazu noch, es kommt ja immer die Debatte, die deutschen Clubs, die hinken dann in Europa hinterher, wenn sie sich jetzt nicht wieder für die Champions League qualifizieren. Oder da hatten wir ja auch mal eine Phase im deutschen Fußball, wo die Clubs international bis auf die Bayern wirklich gar nichts gerissen haben. Ja und? Ist doch scheißegal. Dann gewinnen sie halt international. Ist das wirklich so schlimm? Du sagtest gerade, ist es denn schlimm, wenn sie mal nur Vierter, Fünfter, Sechster werden? Ich würde sagen, bis zum vierten Platz ist das in Ordnung. Schon allein aus wirtschaftlicher Notwendigkeit musst du die Champions-League-Qualifikation schaffen. Fünfter, Sechster wäre dann schon ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Musst du schon ordentlich Abstriche machen, Europa League gegenüber Champions League. Dann ist noch die Club-WM, die bald kommt. Da musst du dich auch in eine gute Position bringen. Das wäre nochmal Geld, was du verpassen würdest, wenn du da jetzt abreißen lässt. Also es ist schon... Ich verstehe deinen Ansatz und aufgrund des Kaders, der ja durchaus, was haben wir, 160 Millionen oder 180, ja, da musst du halt, ein bisschen Tafelsilber verkaufen, Punkt. Gut, geht dann aber nochmal einher mit womöglich mit noch weniger Qualität. Ja, da musst du aber bessere Arbeit machen. Ja, ich weiß das, aber da musst du bessere Arbeit machen, was das Scouting angeht. Ja, oder die guten Vorschläge mal zeitnah umsetzen. Nenn mal konkrete Namen. Welchen Vorschlag hättest du gerne umgesetzt gesehen? Och, an Warren Zaïre-Emery war der BVB lange dran. Und wenn der dann nicht irgendwann Spielpraxis bekommen hätte bei PSG, dann wäre der wahrscheinlich auch in Dortmund gelandet. Oder Alvarez im Sommer? Ja, auch. Also wenn man sieht, was er jetzt in England macht, dann hätte er in Dortmund auch gut getan. Richtig, ja. Ja. Ja, das ist dann das Problem, glaube ich, wenn auch Eitelkeiten aufeinandertreffen. Kann man das so sagen? Du kannst ja unterschiedlicher Meinung sein, aber es muss das beste Argument gewinnen. Da hast du nicht den Eindruck, dass das seit einiger Zeit beim BVB der Fall ist? Ich bin ja nicht bei allen Besprechungen dabei, aber mitunter kommt dieser Eindruck auf. Ja. Bei jeder zweiten. Wie ist es da bei diesem Italiener, wo die sich immer treffen? Warst du da schon mal? Da drin noch nie tatsächlich, nee. Ja? Nee. Reden wir vom gleichen eigentlich? Ich vermute, aber es gibt zwei. Davon gibt es zwei. Die Mama hat zwei Söhne, kann man das so sagen? Einer ist hier so westlich der Innenstadt, Richtung Bochum, und der andere ist da ja in der Gartenstadt. Hm. Der ist allerdings nicht so häufig frequentiert, weil der andere eben näher zur Geschäftsstelle liegt. Ja, ja. Hm. Ja, vielleicht müssen sie wieder häufiger essen gehen, ich weiß es nicht. Ja, also, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ihr einen anderen Eindruck habt, aber ich habe da in den letzten Wochen, seitdem es diesen Negativlauf gibt, nicht den Eindruck, dass in der Mannschaft da so viel Gemeinsamkeiten herrschen und so viel Teamgeist herrscht, dass sie das gerade aktuell aus der Lage drehen können, dass sie den Turnaround schaffen. Ich sage, zum Glück kommt die Winterpause, da können die sich jetzt alle mal 6, 7, 8 Tage ablenken und dann nochmal zusammen einen Neuanfang starten. Denn wenn jetzt noch 2, 3 Spiele gekommen wären, hätte ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass dieser Haufen zusammen da jetzt plötzlich wieder richtig gut Fußball spielen. Da möchte ich dir explizit zustimmen. In dem Moment, wo du das erwähnt hast, weiß ich noch, irgendwann im März, es war irgendein Heimspiel, bei dem der BVB gewonnen hat und es auch erst, ich glaube, in Rückstand ging. Und ich weiß noch, dass Julian Brandt in der Mixzone gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass egal was passiert, irgendeiner wird für uns das Ding immer rausreißen aus dem Feuer. Mhm. Und dieses Gefühl hast du halt schon lange nicht mehr bei Borussia Dortmund. Und das, da will ich explizit beipflichten bei dem, was du gerade sagst. Das ist auch ein großes Problem in dieser Saison. Hörerfragen. Wobei ich den Eindruck habe, dass wir 90% der Hörerfragen gerade schon beantwortet haben. Ja, also seht's uns nach. Also wenn wir jetzt diese eine Patentlösung hätten, dann... hätten wir die auch schon ausgespuckt. Wir diskutieren natürlich auch viel vor der Kamera, am Mikro, aber auch dahinter und sprechen mit vielen Leuten. Aber die Situation ist halt gerade reichlich festgefahren und da gibt es dann eben nicht ein Fingerschnipsen. Edin Terzic sagt, viel arbeiten. Gregor Kobel sagt, wir müssen verdammt viel arbeiten. Wir dürfen den Glauben nicht verlieren. Den Glauben müssen wir beschützen, sagt Edin Terzic. Der Glaube ist nur relativ auf Sparflamme gerade. Also sowohl intern als auch extern. Was sagt ihr zur neuen Trainerlösung, wenn sie bis dahin schon bekannt gegeben ist? Ah, herrlich.
ein frohes Weihnachtsfest für die Community. Ausnahmsweise zwei Fragen, weil bald Weihnachten ist. Kommen weitere Podcast-Folgen bis zum Jahresende? Es soll eine geben nächste Woche. Wir müssen uns aber jetzt aufgrund der aktuellen Situation natürlich Gedanken darüber machen, wie wir die inhaltlich füllen. Könnte auch sein, dass es noch einen Sonderpodcast gibt kurzfristig. Davon gehe ich schwer aus, nicht wahr? Du bist der Moderator, du kannst das am ehesten einschätzen. Ja klar, natürlich. Jetzt wird's auf mich geschoben. Ihr seid aber näher dran als ich. Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Jürgen, in Prozent, dass wir bis zum Jahresende noch einen Sonderpodcast produzieren werden? Du bist der Dritte, der mich das heute fragt und Nein. Wir haben gerade 12 Uhr. Ja. Genau so formuliert? Nein, das glaube ich doch, nicht. Doch, doch. Nicht Sonderpodcast, aber die Trainerfrage. Und ich habe gesagt, 50-50, vielleicht 51-49, dass der Sitz bleibt. Ach, so wenig? Leichte Tendenz. Ich hätte gedacht, du gehst da all in. Und du, Cedric, machst dann 52? Na, fällt mir auch tatsächlich total schwer, das einzuschätzen. Ist ja immer eine Frage, das hast du eben auch schon anklingen lassen. Was ist an Alternativen verfügbar? Wir sind bei der Analyse, die noch folgen soll, clubintern. Da sind wir auch bei Hans-Joachim Watzke und viel Selbstreflexion. Was ist der Weg? Halten wir daran fest? Glauben wir wirklich, dass wir den Turnaround so schaffen können? Ist das Potenzial da nochmal eine Aufholjagd zu schaffen, Platz 4 zu erreichen, das Minimalziel? Wenn die Frage mit Ja beantwortet werden sollte, mehrheitlich, dann wird Edin Terzic auch im Januar Trainer sein. Wenn nicht, das nicht der Fall sein sollte, das ist jetzt eine Binse, dann wird es aber noch diesen Sonderpodcast geben. Es ist ja keine Selbstverständlichkeit, ne? Und es ist die Serien, die unter Terzic gestartet wurden, auch unter schlechten Startbedingungen, die kann man ja nicht einfach so reproduzieren und sagen, ach, das machen wir jetzt nochmal so. Ich glaube, wenn es da nur Kleinigkeiten bedurft hätte, dann hätte man das schon längst in Angriff genommen. Jetzt gibt es eine kurze Winterpause, sieben Tage Marbella-Trainingslager. Also lass mich lügen, vielleicht 8, 9 Trainingseinheiten, 2 Testspiele, dazu jede Menge Teamsitzungen, Videositzungen etc. Und dann sind wir wieder bei dem leichten Auftragprogramm ins Jahr 2024. Ich hatte ja schon 18 Punkte gefordert, inklusive dieser 2. Jetzt sind dann noch 14 möglich. Nee, 12. Also 12 weitere, 14 von 6. Ja, aber also Borussia Dortmund steht in der Tabelle bei Hoffenheim, Freiburg, Frankfurt und nicht bei Bayern, Bayer und Leipzig und Stuttgart. Und das spiegelt das Leistungsverhältnis wider. Wenn sie ihn entlassen sollten, muss es aber vor Weihnachten passieren. Da sind wir uns einig. Ja, zumindest wenn es denn so käme, müsste der neue Coach ja die Möglichkeit haben, im Wintertrainingslager in Spanien dann auch mit der Mannschaft zu arbeiten, ja. Boah, ich hätte jetzt gedacht, dass ihr sagt, der ist auf jeden Fall weg. Nee, wie gesagt, leichte Tendenz dazu, dass er bleibt. Glaubt ihr denn, wenn er nicht mehr da ist, dass es dann offiziell so geregelt wird nach dem Motto, er hat gesagt, ich kann das nicht mehr, also das läuft nicht mehr, dass man sozusagen diese saubere Lösung sucht, anstatt ihn einfach rauszuwerfen? Ist für alle gesichtswarend. Würde der Wohlfühlase entsprechen, würde ich sagen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ja, und es wäre genau falsch. Oder nicht? Müsste man dann nicht Resultat einfach mal. Ist ja trotzdem dasselbe. Es ist ja, das Resultat ist dasselbe. Aber es wäre wieder nicht authentisch, es wäre wieder nicht ehrlich, es wäre wieder nicht offen. Genau das, was wir eben besprochen haben. Dann wird man formulieren, dass Edin Terzic die Mannschaft in einer schwierigen Lage übernommen hat, in die Champions League geführt hat, Pokalsieger geworden ist und in seiner zweiten Amtszeit in der ersten Saison um ein Haar deutscher Meister geworden wäre und dass das natürlich dann auch auf Dauer mit so viel Erfolg, den er schon eingefahren hat, nicht eben zu etablieren ist oder zu halten ist und das natürlich die Erwartungshaltung, wenn man 2 so große Erfolge, wenn man die Vizemeisterschaft mit dem schlechteren Torverhältnis quasi als Erfolg werten will, dass das eben nicht Saison für Saison zu schaffen ist und dementsprechend auch an dieser Erwartungshaltung gescheitert wäre. Mhm. Hat jemand die Pressemitteilung von Borussia Dortmund schon geschrieben, oder? Ich habe gesagt, nur man kriegst du man, das wenigstens gut honoriert, BVB-Reporter und hat das. Ja, BVB-Reporter, natürlich. Im doppelten Sinne. Stark, Jürgen. Nee, wie gesagt, ich hoffe, dass das gut honoriert ist, weil so eine muss man erstmal so. Finde ich stark. Ja. Es bleibt spannend, was das angeht. Das ist das Schöne an Borussia Dortmund. Und man kann jetzt natürlich auch in Galgenhumor verfallen oder alles nur noch sarkastisch
formulieren. Aber es ist natürlich nie langweilig mit der Borussia. Nie. Muss man die Champions League gewinnen, um halbwegs die Europapokaleinnahmen, die nächste Saison nicht reinkommen werden, zu kompensieren? Das wäre natürlich sehr hilfreich. Jede Runde weiter würde helfen. Eine Saison ohne Champions League würde Borussia Dortmund nicht in finanzielle Nöte manövrieren, aber natürlich müssten dann auch schon vielleicht die ersten ein, zwei Abstriche beim Kader gemacht werden. Eine zweite Saison ohne Champions League wäre dann schon eher katastrophal. Und Beispiel Bayer Leverkusen, die haben sich natürlich auch überlegt, so, boah, wenn wir wieder in die Champions League kommen wollen, und da hatten sie ja genug Schwierigkeiten mit in den vergangenen Jahren, dann müssen wir es in diese Saison schaffen, denn wenn dann die Reform durch ist und es nochmal irgendwie 30 bis 40 Millionen vielleicht mehr gibt, dann müssen wir dabei sein, weil dann nochmal die Schere, die eh schon so groß ist, weiter auseinanderklafft, und das könnte dann zum großen Problem werden. Habe ich ja eben schon ein bisschen was zugesagt. Seit Aki Watzke beim DFB rumturnt, geht sowohl beim BVB als auch beim DFB nach unten. Muss man das Engagement nicht aufs Wesentliche, sprich volle Power BVB, begrenzen? Der BVB hat momentan den Zustand der Ampel. Schlechter geht's kaum. Polemik, muss ich nicht einordnen, oder? Kann man so sagen, ob das dann Hand und Fuß hat, muss jeder selber wissen. Hilft jetzt nur noch Tabula Rasa in der sportlichen Leitung, im Kader und im Management? Das haben wir ja eben schon ausführlich diskutiert. 1-1 Mainz, 1-1 Bochum, 1-1 Augsburg, 2-2 Heidenheim, 0-4 Bayern, 2-3 Leipzig, 1-2, 0-2 Stuttgart. Aber alles gut, weil Terzic ist ein Dortmunder Jung. Es ist auch natürlich ein bisschen polemisch, aber wenn man es auf die nackten Fakten bezieht. Könnte man aber jetzt auch noch ein paar andere Ergebnisse finden, ne? Positive, meinst du? Ja, natürlich. Ich verstehe den Frust, ich verstehe auch den Unmut komplett. Und wenn ich nicht in meiner Rolle als objektiver Berichterstatter gefangen wäre, könnte ich auch den ganzen Tag mit der Faust auf den Tisch knallen. Aber gehört natürlich dann dazu, das alles sorgfältig abzuwägen. Ich musste auch den Kopf schütteln gestern, als Edin Terzic sagte, wir sind 2023 mit 72 Punkten oder sowas immer noch eine der Top-Mannschaften. Ich glaube, die Bayern könnten drei mehr holen, glaube ich, und Leipzig, Leverkusen werden ungefähr gleich auf. Ja, aber das war bis Anfang November, Mitte November, und seitdem Den Spielern Wolf, Meunier, Morey, Reus, Can, Malen, Aller, Metscher und Benzebaini muss man 2024 zeigen, wo die Tür ist. Ja, das finde ich an Streichliste dann doch ein bisschen hart, weil, wie gesagt, ein Metscher, ich glaube schon, dass der ordentlich Potenzial hat, der ist halt jetzt verletzt, kann man nicht so sagen. Allaire übrigens ja auch, ne? Ja, die Frage ist, inwiefern er im Kopf wieder gesund wird. Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Oder sagen wir mal so, es geht ja miteinander einher. Ist die körperliche Fitness nicht gut genug, dann denkt der Kopf irgendwann scheiße. Wenn der Kopf denkt, das funktioniert nicht, dann macht der Körper auch nicht mehr mit. Also das ist ganz, ganz schwierig. Wobei ich nach wie vor interessant finde, dass er für die Elfenbeinküste Tore schießt. Wissen wir eigentlich, was er hat? Naja, weiter sehr gefoult worden, da zwischen zwei Spieler eingeklemmt worden, hat, glaube ich, einen Schlag auf Sprunggelenk bekommen, sah sehr schmerzhaft aus. Er wollte nochmal zurück, aber ich glaube, es ging nicht. Und ja, das würde natürlich dieses Drama um Seppalaire auf die Spitze treiben, wenn er dann jetzt auch noch verletzt ist und für den Afrika-Cup in seinem Heimatland ausfällt, was natürlich da in der Ivory Coast ein Riesending ist. Und ja, menschlich ist das alles kaum noch zu verpacken. Und wenn man ihn sieht, dass er trotzdem immer will, dass er immer da ist beim Training und Gas gibt, soweit er kann, und dass er sich da gar nicht hängen lässt, sondern als Persönlichkeit, glaube ich, Beachtliches leistet, dann muss man sagen, vielleicht ist das in manchen Punkten auch ähnlich viel wert oder vielleicht sogar noch wertvoller als ein bisschen sportlicher Erfolg. Also Hut ab vor dem, was der durchgestanden hat und aktuell auch durchsteht, wo du dich ja fragst, bin ich verrückt, läuft denn wirklich alles gegen mich gerade? Sehr interessante Frage. In der öffentlichen Berichterstattung bekommt man das Gefühl, der Verein hat mit Watzke einen Patriarchen. Gibt es realistische Szenarien, wie Fans, Mitglieder, Aktionäre und so weiter diesem Management-Missstand entgegenwirken können, ohne zum Beispiel im Aufsichtsrat zu sein? Wie heißt nochmal das? Es war doch die Faninitiative, die, wie, ich kriege es jetzt nicht mehr, das Konvolut, was abgeschlossen wurde vor einem Jahr. Der Kodex. Der Ehrenkodex hieß es ja. Ja. Heißt es, ne? Wertekodex. Genau, Wertekodex, oder? Genau. Da ging es ja genau darum, wie viel Einfluss haben Fans. Und letztlich ist es ja
Jürgen, korrigiere mich, du bist noch ein bisschen besser im Thema, ein bisschen Muster ohne Wert am Ende, weil es ist so, ich meine, gut gemeinte... Ja, es ist für die KGA nicht verpflichtend und nicht bindend. Und Borussia Dortmund ist natürlich kein demokratisches Konstrukt in dem Moment. Ne? Es gibt dann die Geschäftsführung, die wird vom Präsidialausschuss bestellt. Da sitzen dann Mitglieder des Vorstandes und des Beirates. Wie die da alle genau hinkommen, ist dann auch nicht immer so ganz transparent. Also, dass Borussia Dortmund jetzt irgendwie urdemokratische Strukturen hätte, ist bei 50+1 trotzdem nicht gegeben. Das muss man sicherlich so festhalten. Und die Mitwirkungsmöglichkeiten sind dann eher darauf begrenzt, dass einem Gehör gewährt wird, aber nicht, dass man aktiv eingreifen könnte. Was natürlich auch bei einem Verein mit, was weiß ich, 190.000 sind jetzt, glaube ich, so langsam Mitgliedern, natürlich auch schwer möglich ist. Aber ja, das ist leider nicht für jedermann möglich, da Entscheidungen aktiv zu beeinflussen. Sieht man ja gerade bei den Protesten gegen den Investor in der DFL, dass sich natürlich alle Kurven, alle aktiven Szenen einig sind, dass sie das grundsätzlich ablehnen. Und sie können dagegen protestieren und können vielleicht sogar irgendwann nicht nur einen Stimmungsboykott, sondern noch weitere Protestaktionen starten. Das wird trotzdem nichts daran ändern, dass dieser Deal dann durchgezogen wird. Frohe Weihnachten an meinen Lieblingspodcast. Hier mal meine Aufstellung aktiver Kicker, die mal beim BVB waren. Im Tor Bürki, in der Abwehrkette Akanji, Ginter, Zagadou und Guerrero. Defensives Mittelfeld Gündogan und Bellingham. Dann gibt es noch eine Reihe mit Sancho, Lewandowski und Dembélé und davor Haaland. Frage, wo ist das Geld geblieben? Blowing in the Wind? Ich hab's nicht. Um das mal sicher zu sein. Ich hab's nicht. Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema Geschäftsprinzip. Der BVB braucht immer wieder Transfers, um den Kader zu refinanzieren, weil er da wirtschaftlich, strukturell nicht so auf Rosen gebettet ist, wie das andere Clubs sind, die in wirtschaftlich starken Metropolen zum Beispiel zu Hause sind. Und das ist natürlich ein Dilemma und es wird jetzt noch mehr eins, weil gerade nicht der nächste teure Verkauf in Sicht ist. Der Wert des Kaders hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen. Es ist auch kein großer Wiederverkaufswert aktuell da, selbst bei einer Reihe von Profis, die dann in Richtung Karriereende gehen, wie Reus oder Hummels oder bei denen, die man im fortgeschrittenen Fußballalter langfristig verpflichtet hat, wie Can, Sabitzer, Haller, Benzebaini, Süle. Ne? Für die hast du ja, selbst wenn sie dann irgendwann nochmal den Club verlassen und nicht beim BVB ihre Karriere beenden, nicht die Aussicht darauf, dass du da nochmal zig Millionen einnimmst. Und dementsprechend ist die Suche nach dem nächsten Juwel, nach dem nächsten Diamanten, der dann schnell durch die Decke schließt, aber dann doch leider wieder schnell verkauft werden muss, sicherlich eine elementare. Das sind wir wieder beim Scouting, was du eben angesprochen hast. Und dass es über Jahre geklappt hat, immer zumindest einen richtig guten Jungen zu holen. Ne? Wenn wir an Sancho denken, Haaland, Bellingham, hast du immer den einen gehabt, der dich dann auch im Zweifelsfall durch auch schwierigere Phasen getragen hat oder auch mal spielerisch ein bisschen was kaschiert hat. Ja. Aber auch zu günstig verkauft in den letzten Jahren. Ne? Also einige Spiele ablösefrei gehen lassen und andere zu günstig verkauft. Wenn ich an Akanji denke, für knapp 20, das hat man selber investiert und dann muss man ihn gehen lassen, weil man ihn abgeschrieben hat und er auch nicht wirklich bleiben wollte. Aber guck dir an, was da bei Manchester City spielt. Das ist natürlich, die lachen sich heute noch schlapp darüber, dass sie den so günstig bekommen haben. Bei Haaland war es dann irgendwie fixiert, deswegen war es schwierig daran zu rütteln. Aber natürlich sieht jeder, dass er auch viel, viel mehr wert gewesen wäre. Und selbst bei Bellingham, und wenn er dann die, dank aller Klauseln, die da verabredet sind, 135,5 Millionen oder sowas einbringen sollte, dann ist das ja immer noch, weiß ich nicht, 50-60% von dem, was er eigentlich wert ist. Man sieht es ja bei Real Madrid, dass er in seinen jungen Jahren schon auch eine Weltmannschaft auf seinen Schultern trägt. Wer auf Wolf, Reasson und Benzibaini setzt auf den Außenverteidigerpositionen, weiß, dass der Spielaufbau über das Zentrum laufen muss. Hier Emre Can zu präferieren, muss man als fachlich extrem fragwürdig einstufen. Dadurch müssten da mittlerweile Brandt oder Reyna sich dort versuchen dürfen. Die Gegner machen es ja auch schlau und wissen, Borussia Dortmund kommt gerne durchs Zentrum, dann leiten wir sie doch auf die Flügel. Ja, und das ist natürlich ein Mittel der Wahl für jeden, der gegen Borussia Dortmund spielt. Oder es gibt gleich den langen Ball von Kobel vorne. Nachdem er 20 Sekunden lang wurde auch nachgefragt. Hier ein nettes Weihnachtsgedicht. Stern über Dortmund, zeig uns den Weg. Führ uns zum Aufsichtsrat, zeig, wo er steht. Leuchte du uns voran, wir sind so sick. Stern über Dortmund, führ uns zum Flick. Oh, also bis auf die Pointe hätte ich gesagt, schön, das können wir so stehen lassen und damit Schluss machen.
Das ist doch wunderbar. Herrlich. Dankeschön für die Einsendung. Hier wurde nochmal gefragt, warum wurde Bellingham gegen Mainz am 27. Mai nicht eingewechselt? Hat man das jetzt anders zu betrachten, ein halbes Jahr später? Er war angeschlagen und er war ja tatsächlich, das muss man ja auch dazu sagen, in der Rückrunde nicht der entscheidende Faktor, der in der Hinrunde war. Da haben sich eher andere aufgeschwungen. Ja, hätte er mal gespielt, ich glaube, das Spiel wäre anders ausgegangen. Für Hakimi, Dembele, Pulisic, Sancho, Bellingham und Akanji hat der BVB fast eine halbe Milliarde Euro bekommen. Und dennoch hat er jetzt nur noch 5 Millionen Euro für einen Linksverteidiger. Ich würde Kehl opfern und Mislintat zurückholen. Trotz seiner Berater hat Kehl null bewirkt. Eben hast du von, ich glaube, mangelndem Durchsetzungsvermögen gesprochen, eventuell den ganz großen Bossen gegenüber, sprich Watzke. Ich glaube, dass Sebastian Kehl seine Arbeit mehr als redlich macht und fast perfektionistisch unterwegs ist. Wenn man mit den Leuten beim BVB spricht, dann sagt man, er geht in Sitzungen nicht vorbereitet, sondern fast übervorbereitet. Er ist mit Leib und Seele dabei und versucht da alles und bringt auch neue Ansätze rein. Er hat ja lange darauf hingearbeitet, diesen Job ausfüllen zu können und sich da bestmöglich vorbereitet. Wenn ich dann Mislintat höre, das wäre ja wieder so ein bisschen Schmoren im eigenen Saft, wenn man den dann zurückholt. Nicht, dass ich ihm den Job nicht zutrauen würde und genauso wenig will ich Sebastian Kehl aus seinem rausloben oder da in Frage stellen. Aber das wäre ja wieder das alte Ding. So, ne? Damals war es gut. Holen wir den mal wieder. Ne? So wie bei manchen Rückholaktionen. Das war doch super früher mit dem. Den holen wir wieder. Dann wird das wieder super. So funktioniert es ja leider nicht. Wie schlecht in Anführungszeichen wären wir eigentlich ohne Sammer? Und hier hat auch jemand gefragt, was macht Matthias Sammer eigentlich konkret? Die Frage wird regelmäßig gestellt. Wir können sie ja nicht konkret beantworten, weil, wie gesagt, Jürgen nur bei jeder zweiten Sitzung dabei ist. Und ja, trotzdem möchte ich Sie gerne nochmal weiterleiten von den Hörern an euch beide. Zumindest bei Amazon Prime tut er seine Expertise kund. Und ja, ich kann es nicht verlässlich beantworten. Ja, ist ein externer Berater und Teil der Analyserunden, wo er sein Know-how einfließen lässt, wie viel Entscheidungsbefugnis er tatsächlich hat. Ja, Entscheidungsbefugnis nicht, aber Beratungsbefugnis, ne? Und der ist ein enger Vertrauter von Hans-Joachim Watzke seit vielen Jahren. Die mochten sich ja früher auch eine Zeit lang nicht, haben dann mal wieder zueinander gefunden und Watzke schätzt die Expertise von Sammer sehr. Ian Terzic ist auch eine absolute Vertrauensperson, da gibt es auch einen großen Austausch. Und für seine Beratertätigkeit wird er dann auch honoriert. Deswegen heißt er externer Berater auf Honorarbasis. Das Problem, was diese Konstellation angreifbar macht, ist, dass natürlich alle ihn ständig da sitzen sehen auf den Tribünen neben Hans-Joachim Watzke und alle wissen, er ist bei diesen Gesprächen dabei, aber öffentlich positioniert er sich dann halt bis auf dann, wenn er wegen seiner Tätigkeit als Experte bei Prime gerade, bei Prime Video, äußert er sich ja nicht. Und das ist natürlich schwierig, weil dann das viel Argwohn hervorruft und immer die Fragezeichen hinterlässt. Hat er sich ja völlig bewusst für entschieden. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch gewollt, ne? Ja, natürlich. Und es hätte ja auch Möglichkeiten gegeben, ihn mal wieder irgendwie auf einen Posten zu heben oder ihn zu beschäftigen. Aber das hat er immer kategorisch ausgeschlossen. Interimstrainer. Seit seinem gesundheitlichen Rückschlag. Und das ist auch für ihn persönlich individuell komplett nachvollziehbar. Aber wie gesagt, das ist halt in dem Moment ein problematisches Konstrukt, wenn jeder das Gefühl hat, was flüstert der da hinter dem Rücken und über wen redet er dann gerade und er leidet ja mit, als ich zum letzten Mal mit ihm gesprochen habe, gesagt, Herr Kors, bei mir geht's auf der Tribüne ganz genauso wie als Spieler. Ich habe da kein bisschen abgenommen an Leidenschaft, an wie ich da mitgehe. Und wir erinnern uns, wie er auf dem Platz manchmal wie eine Furie rumgeflitzt ist. Oh ja. Und in mir innerlich ist das noch genauso. Ich kann es natürlich auf der Tribüne nicht so ausleben oder manchmal sieht man es ihm trotzdem an. Aber er lebt und leidet schon mit Borussia Dortmund. Das ist nicht die Frage. Ja, aber diese Bedeutung oder diese Wirksamkeit der Figur und dieser Funktion ist natürlich in dem Moment problembehaftet, wie ich das gerade gesagt habe. Ich zitiere, Moment, wo ist es?
Wieso spielt Stolper bei Ini jedes verfickte Spiel? Der Typ macht uns nicht besser. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich zitiere. Gleichzeitig wünscht ein anderer, um das Thema sofort zu wechseln, ja, frohe Weihnachten aus Vancouver. Ja, da frohe Weihnachten zurück nach Vancouver. Wart ihr schon mal in Vancouver? Wer hat das geschickt? Das hat Niklas geschickt. Okay, nein, dann war es nicht der Manuel, der auch in Vancouver wohnte. Aber ja, schöne Grüße zurück. Vancouver war ich noch nicht, fehlt mir noch. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wart ihr schon mal in Kanada? Nein. Nein. Ich auch nicht. Na guck. Ja, da würde ich gerne mal hin. Kannst du dir ja zu Weihnachten wünschen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Fände ich schon ein bisschen dreist. Einfach jetzt noch kurz, sag mal, ich würde gerne mal nach Vancouver. Wie sieht's aus? Du kannst ja auf einen Wunschzettel schreiben. Ja, ich habe im Januar Geburtstag. Vielleicht reicht's dann zeitlich. Da müsste mal eine Handball-EM, EM nicht, aber WM stattfinden. Ne? Aber ich weiß nicht, wie es um den kanadischen Handball bestellt ist. Ich vermute nicht sonderlich. Äußerst beschissen. äußerst schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch groß was beantworten sollen. Weil eigentlich haben wir ja alles besprochen und gefühlt fragt jeder, wie lange noch mit Terzic oder wann ist Watzke weg? Das sind die Kernfragen. Ja. PSV Eindhoven. PSV. So, yo, mit jetzt pass auf. 16 Siege in 16 Spielen in der Liga. Mhm. Waren es 56 zu 6 Tore? Ja. Nenne ich jetzt mal grundsolide. Und haben jedes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen. Bis auf das Spiel bei Arsenal haben sie 0-4 verloren. Das ist ein relativ schlechtes Los für Borussia Dortmund, finde ich. Der Name ist nicht ganz so groß. Aber das ist ein relativ schlechtes Los, weil es heißt ja Gruppensieger und dann kriegen wir einen zweiten, aber das ist ein richtig mieser Zweiter. Findest du tatsächlich? Ja, finde ich, da, weil, und das ist der große Unterschied, die haben nichts zu verlieren. Die können einfach befreit aufspielen und eine Mannschaft von Peter Bosch, die spielt halt mutig nach vorne, klar, da gibt es auch Risiken, aber das ist der absolute Klassiker. Du gehst jetzt als, ich sag mal, 70 zu 30 Favorit in dieses Duell und dann denkt sich PSV, ja gut, den zeigen wir mal hier, wo der Hammer hängt. Weil die wissen ja gar nicht, wie man verliert aktuell. Kennen die gar nicht. Die haben ein Spiel verloren. Und ich glaube, die können ganz gut offensiv Pressing spielen. Das ist nicht gut. Ich kenne eine Mannschaft, der das gar nicht liegt, wenn der Gegner hoch attackiert. Und ja, ich bin gespannt. Aber es war bis Mitte Februar. Da ist der Bock längst umgestoßen. Bis dahin wurde jeder Stein umgedreht und der Neuanfang gestartet. Ja, wir konnten zum Glück einen passenden Impuls setzen. Ja. Ich muss aber, um es einmal ein bisschen zu relativieren, die Frage ist, wie stark ist die niederländische Liga, wenn du da... Um es nur einmal anzumerken. Ja gut, aber du musst erstmal dominieren. Also auch in der schwachen Liga musst du erstmal dominieren. Ja. Und in der Champions League haben sie auch 5 von 6 Spielen gewonnen. Haben sie 15 Punkte geholt? Haben sie nicht 5 von 6? Ja. Zweiter geworden. Zweiter, nee. Noch eins war unentschieden dabei. Mhm. Ja, das kann sein. Aber eine Pflichtspielniederlage. Mhm. Trotzdem. Ja. Ja, gut. Hatte ich falsch im Kopf. Das lag daran, dass ich eine kurze Nacht hatte. Ich konnte nicht einschlafen, weil ich so enttäuscht war von Borussia Dortmund. Ja. Ja, wir haben auch wenig kurze Nacht gehabt, ja. Ja. Sollen wir Schluss machen nach einer Stunde 23? Es wird ja nicht besser. Nee. Wir können ja noch lange reden. Also hier, unsererseits wird es immer besser. Ja. Ist die Routine halt. Ja. Und ja. Wir gehen damit Vollgas durch. Können wir noch ein bisschen Werbung machen, lieber Kollege in der Regie? Ja, natürlich. Oh, da wird sich eingeblendet. Schau mal. Schön. 3 € für nur 3 Monate. rn.de/bvbpodcast-angebot. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Eigentlich immer nach rnbvb suchen. Auch bei YouTube beispielsweise, damit ihr diesen Kanal abonniert und jedes Video seht. Wann ist mit dem nächsten Video zu rechnen, lieber Kollege Kors? Sascha, in Kürze. Plump. In Kürze. In Kürze, ja. Und zeitnah. Dann weiß ich nicht. Ich frage trotzdem, weil bei dir weiß ich, glaube ich, gibt es bei euch Kartoffelsalat zu Weihnachten? Nein. Ente? Nein. Auch nicht. Nein. Bei euch gab es immer Raclette, oder? Hast du dir sehr gut gemerkt. Ja. Mhm. Ja. Alle 3 Tage? Oder nur Heiligabend?
Ach, auch schon vor Heiligabend. Hm. Nein, eigentlich an Heiligabend, aber da hat man ja mal so viel Auswahl. Da kann man alles nochmal rein. Ich habe echt jetzt so einen Hunger. Ich verstehe auch Leute nicht, die sagen, wir mögen kein Raclette. Da hast du nur wirklich jede Auswahl. Ja, da kann sich ja jeder so bauen, wie er möchte. Ja. Oh, lecker. Und bei euch? Gibt's Rouladen. Ah, Rouladen. Klößen und Rotkohl. Ah, auch ein absoluter Gaumenschmaus. Ja. Gaumenschmaus. Ja. Ein Leckerbissen. Ein Leckerbissen. Mir fällt gerade kein weiteres Wort ein. Das weißt du doch hier. Komm. Was denn? Ja, ein anderes Wort für Gaumenschmaus oder Leckerbissen. Du bist doch hier der Verbalvirtuose. Ein Gaumenschmaus. Leckerbissen. Ja, also gegen Frust hilft ja auch manchmal Essen. Also manchmal. Man muss es Vorsicht, nicht übertreiben. An dieser Stelle Hinweis an alle Verbraucher, nicht nachmachen. Aber vielleicht kann man sich ja mal was gönnen, um das ein oder andere zu verdrängen. Podcast wird jetzt in Windeseile hochgeladen, damit wir Mittagspause machen können. Bitte folgt Cedric Gebhardt unter @GebhardtCedric bei Twitter, Jürgen Kors unter @JürgenKors und mir unter @SaschaStaat bei Twitter und bei Instagram. Und dann sehen wir uns ja vor Weihnachten noch wieder in der nächsten Sonderausgabe. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Vielleicht sehen oder hören wir uns danach. Mit Sicherheit, weil eine Ausgabe haben wir ja vor dem Jahreswechsel definitiv noch. Müssen wir uns was aus den Fingern saugen, wenn Edin nicht entlassen wird. Ansonsten habt eine gute Weihnachtszeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Frohes Fest.